2022 wird ein spannendes Börsenjahr. Ich glaube, es wird anders als 2021, wird wahrscheinlich mehr wie 2020 mit dem Corona-Crash oder auch wie 2018, wo wir auch schon mal einen Wechsel der Geldpolitik gesehen haben. Und heute Abend geht es darum, den großen Marktausblick zu wagen. Wir sprechen über Inflation, über Wachstum, natürlich auch über Corona und das mögliche Ende einer Corona-Krise oder die Situation, wo uns das Thema allen vielleicht komplett egal wird. Ich werde konkrete Investmentstrategien zeigen, auch eine Strategie, die ich so im Rahmen der Intensivausbildung Portfolio Management noch gar nicht vorgestellt habe, weil sie neu ist, weil sie über Weihnachten entwickelt wurde, für Einzelaktien gilt, aber auch für den Gesamtmarkt. Eine gute Strategie, um ein einfaches Stop-Loss zu definieren, wenn die Märkte eben ihre Richtung ändern. Wir sprechen über Anleihen, wir sprechen auch über Währung. Ich habe sogar Kryptos mit aufgenommen im großen Jahresausblick. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist und für dich einen konkreten Mehrwert in diesem Marktausblick 2022 findest. Mein Name ist André Stack. Ich bin mittlerweile 25 Jahre am Kapitalmarkt aktiv, habe 96 meine allerersten Aktien gekauft und als Fondsmanager durfte ich 11 Jahre lang arbeiten, habe da 2,5 Milliarden Euro verwaltet und über 500 Millionen Euro für meine Kunden an Gewinn nach Kosten erzielt. Und im Fondsmanagement ist es üblich, dass man einen Marktausblick gibt für seine Kunden oder auch die Investmentbanken, die sogenannte Sell-Side zur Buy-Side kommt und ihren Marktausblick vorstellt. Und genau das werde ich heute auch tun. Ich habe die letzten Wochen viel recherchiert. Ich habe mit Ex-Kollegen gesprochen. Ich habe in Bloomberg geguckt, Research gelesen von verschiedenen Banken. Und ich werde dir einen Rückblick in den Rückspiegel schauen, wollte ich sagen, geben, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Nur ganz kurz, dann werden wir uns die aktuelle Situation angucken. Und der Großteil vom Webinar wird sich natürlich um die Zukunft drehen, um die Assetklassen, die spannend werden. Ich erwarte eine Rotationsbewegung. Ich glaube, dass Emerging Markets in den nächsten Jahren interessanter werden. Ich denke auch, dass das Zinsregime sich nicht nur auf der Südhalbkugel und bei den Emerging Markets ändert, sondern auch auf der Nordhalbkugel und wie sich das alles in deinem Investmentprozess auch entsprechend auswirken sollte, was du beachten kannst. Darum geht es heute Abend. Das Webinar dauert ungefähr 60, 65 Minuten und wie du es gewöhnt bist, weil wir live sind, kannst du am Ende gerne auch deine Fragen stellen. Und ich wäre kein guter Fondsmanager, hätte ich nicht mindestens 50 Folien vorbereitet aus Bloomberg und vielen anderen spannenden Quellen. Und deswegen schalte ich jetzt um, mache die Kamera auch aus. Du kannst sicher sein, dass ich live auch weiterhin dabei bin. Und ich wollte natürlich noch ein schönes Jahr wünschen hier aus Frankfurt am Main. Schreib gerne auch mal ins Fragenfenster, wo du herkommst, was dich heute vielleicht auch veranlasst, diesen Marktausblick zu sehen. Und dann fange ich schon mal an. Ihr könnt ja nicht untereinander chatten, aber ich kann das sehen, was ihr ins Fragenfenster reinschreibt. Und wahrscheinlich kennst du die Plattform GoToWebinar bereits. Und damit geht es los. Ich sehe schon, ihr kommt aus Köln, aus Frankfurt, aus Bonn, aus Greifswald, meine Heimatstadt, aus der Türkei, aus Spanien. Also einiges dabei. Und ich sehe auch, ihr seid hochmotiviert. Ihr habt richtig Lust auf dieses Webinar, auf diesen großen Jahresausblick 2022 mit den Kernthemen Inflation und Wachstum, ein bisschen mit Corona, mit konkreten Strategien und auch mit einem ganz konkreten Ausblick. Bevor ich konkret werden darf, kurz der Haftungsausschluss und Risikohinweis. Alles, was wir heute Abend machen, ist zu Ausbildungszwecken. Ich kann und darf keine Anlageberatung erbringen in Deutschland. Du bist selber dein bester Berater und Fondsmanager. Das bedeutet, du entscheidest selber, welche Informationen für dich deine Anlage relevant sind und setz sie dann bitte auch um. Denn nichts ist schlimmer als Theorie zu lernen, aber es nie in die Praxis zu bringen. Das wäre schade. Deswegen meine Bitte auch, wenn du gute Ideen mitnimmst, für dich bewertest, vielleicht auch weiter analysierst, dann nutze sie auch, um damit tatsächlich Geld zu verdienen. Denn dafür ist die Börse gemacht. Die Börse ist der schnellste und einfachste Weg, finanziell frei zu werden. Du brauchst keine Angestellten, du musst kein Unternehmen gründen, sondern du brauchst einfach nur die richtigen Entscheidungen am Kapitalmarkt, ganz egal, wo du auf dieser schönen Welt bist, mit wenig Zeitaufwand, einfachen Strategien folgen und dann kannst du dein Geld sehr gut für dich arbeiten lassen. Das hat im letzten Jahr gut funktioniert. Hier siehst du mal die Aktienperformance der großen Indizes. Ich habe dir einen Weiß mitgebracht, den Stoxx 600 Europe, also hier den europäischen Benchmark-Index, der war mit knapp 23% deutlich besser als der DAX, der mit ungefähr 16% geschlossen hat. Wir sehen, der S&P hat wieder mal ein sehr gutes Jahr hinter sich gebracht mit einer Performance von 26%. Weniger gut lief es im Nikkei in Japan. Auch spannend einfach, weil Japan natürlich eine sehr strikte Corona-Politik hat, auch im Zinszyklus schon sehr lange in einer Nullzinsphase ist, eine extreme Verschuldung von über 260% vom GDP hat. Und wer dieses Jahr kein Geld verdient hat, wer aber in der nächsten Dekade sicherlich eine sehr spannende Anlagemöglichkeit bietet. Das sind die Emerging Markets, Brasilien, Indien, China, Russland, aber auch andere. Das sind die Emerging Markets, die eben hier im ETF über das Jahr hinweg verloren haben. Das war ein gutes Investmentjahr und ich hatte ja schon angedeutet, 2022 wird für mich auf jeden Fall ein volatileres Jahr.
war schon spannend. Wir haben im letzten Jahr 55 neue Höchststände gesehen im S&P. Das gab es in der Geschichte nur einmal zuvor im Jahre 1995. Und so ein Szenario, dass wir 55 neue Höchststände haben, das ist doch sehr selten. Und darauf sollte man sich als Investor und Anleger nicht ein Leben lang verlassen. Und auch, dass wir mehr als 10% Rendite sehen, weil genau das war die letzten 3 Jahre im S&P der Fall. Letztes Corona-Jahr waren die Renditen bei ungefähr 15%. Auch das ist ungewöhnlich. Also solche Phasen von anhaltend großen Renditen auf Jahressicht ohne deutliche Korrekturen, das gab es eigentlich hier nur in den 90er Jahren. Wie gesagt, 95 gab es ja auch schon sehr viele Höchststände. Danach die Jahre auch sehr gut. Dann gab es eben hier die Dotcom-Bubble. Und aktuell haben wir eben auch wieder eine längere Phase von anhaltend überproportionalen hohen Investmentrenditen. Wenn du einfach Buy and Hold betreibst, wenn du also zum Beispiel ein ETF, ein Exchange-Traded Fund auf den S&P kaufst. Nur das Jahr 2018 hatte hier diesen Rücksetzer aufgrund des Wechsels der Geldpolitik. Die Fed hatte ja massiv die Zinsen angehöht, war 19 Schritte nach oben gegangen, musste dann eben merken, dass die Börse das nicht gut verdaut. Und dieser geldpolitische Wechsel hat eben dann zu einem sehr positiven Jahr 2019 geführt. Und das ist auch das Thema, über das wir heute reden werden. Was passiert, wenn die Zinsen steigen? Nicht nur in Europa und den USA, sondern auf dem Rest der Welt. Was heißt das denn für die Aktienmärkte und was bedeutet das auch für dich konkret als Anleger? Welche Chancen ergeben sich? Aber wo sind dann auch Risiken, die du beachten darfst? Und was auch einmalig war, neben diesen 55 Höchstständen, die wir im S&P gesehen haben, ist natürlich diese Marktbreite, die am Ende des Jahres wieder sehr dünn wurde. Nur ganz wenige Aktien, die Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung, haben den Index nach oben bewegt. Die wenigen Highflyer aus der Technologie, die Unternehmen mit einer starken Profitabilität, mit einer hohen Marge und natürlich auch mit Technologie, einem sehr guten Geschäftsmodell, waren eben für einen Großteil der Hosse mitverantwortlich. Viele Aktien haben es eben nicht mal geschafft, über das Jahr im Plus zu landen. Aber hier die sogenannten Big Player, die Dickschiffe, die größten 5 Unternehmen, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta, ehemals Facebook, alle relativ stabil. Bis auf Amazon vielleicht alle mehr als 20% im Plus. Und das sind natürlich Schwergewichte, wenn hier solche großen Trillionen Companies, wenn diese eben hier deutlich im Gewinn sind, dann ziehen sie den Index auch mit nach oben. Aber es ist auch ungesund, wenn eben die Hosse nur von wenigen Titeln getragen wird. Aber das ist eben das Szenario 2021 gewesen. Das weißt du wahrscheinlich auch schon. Die Frage ist, ob das nächstes Jahr so weitergeht. Der Jahresanfang deutet in jedem Fall an, dass es deutlich volatiler wird, dass dieses alte Szenario sich nicht fortschreibt. Und wahrscheinlich kennst du auch den Spruch, wie der Januar läuft, so läuft das ganze Jahr. Das hängt eben auch mit den Erwartungen der Fondsmanager zusammen. Stück weit auch mit dem Window Dressing. Wenn ich mit meinen Ex-Kollegen spreche, dann merke ich eben auch, dass diese Unsicherheit doch bei den Bewertungen sehr groß ist. Und am Jahresanfang haben ja insbesondere die Titel gelitten, die eben auch sehr teuer gepreist sind. Teilweise haben wir viele Unternehmen über 20% im S&P, die 10-mal Price to Sales handeln. Also der Marktwert ist 10-mal über dem, was das Unternehmen an Umsatz macht. Das ist auch natürlich auf Dauer ungesund. Das kann man auch hier sehen, zum Beispiel, wenn wir uns den absoluten Big Fish angucken, das teuerste Unternehmen der Welt, die Apple-Aktie. Die hatten ein spannendes Muster, immer wenn sie diese Trillionenmarken überschreitet, also hier zum Beispiel 1 Trillion, das ist eine 13-stellige Zahl, also 1.000 Milliarden im Jahr 2018. Da ging es eben auch 40% runter, als die Zinsen zu deutlich gestiegen sind und die Fed auf Autopilot war, musste dann entsprechend wegen dem Markt einknicken. Das hat sie getan. Der zweite große Rückgang kam dann, nachdem man die 2.000 Milliarden Dollar Marke überschritten hatte. Auch hier ging es 20% nach unten. Und per Dienstag haben wir dann eben hier auch diese Marke von 3 Trillionen überschritten. Und es ist schon spannend, wenn man überlegt, dass im März 2020 die Aktie noch bei 1 Trillion gehandelt hat und mittlerweile eben 3 Trillionen für das Papier bezahlt werden. Ich glaube nicht, dass Apple in dieser Zeit seinen Umsatz oder seinen Gewinn verdreifacht hat, dass es eben dreimal besser geworden ist, sondern die Marktbewertung aufgrund der Psychologie und Angebot und Nachfrage hat die Kurse nach oben getrieben. Und das liegt natürlich auch an den massiven Mittelzuflüssen, die Negativzinspolitik, die Alternativlosigkeit, aber auch das Thema Inflation hat immer mehr Menschen in den Aktienmarkt reingespült. Alleine über 3 Millionen Neuaktionäre in Deutschland. All das Geld ist in den Markt geflossen. Die Frage ist nur, ob das Geld auch nachhaltig und stabil im Markt bleibt, gerade wenn die Volatilität eben auch in den nächsten Tagen und Wochen ansteigt. Und da möchte ich dich gerne mal fragen, du bist ja sicherlich auch nicht nur Kapitalmarkt interessiert, sondern wahrscheinlich auch sehr gut informiert. Was ist eigentlich deine Meinung für das Jahr 2022 in Sachen Volatilität, vielleicht so im Vergleich zu den letzten 12 Monaten? Glaubst du, dass der Aktienmarkt nochmal langweiliger wird, dass es weniger Schwankungen gibt? Glaubst du vielleicht, dass es ähnlich im Aktiengeschäft
geschehen sein wird wie 2020, wo wir auch Rücksetzer von 8, 9, 10% maximal in den großen entwickelten Ländern hatten. In China und bei anderen Unternehmen sah es anders aus. Aber die großen, stark kapitalisierten Märkte, die haben ja relativ wenig geschwankt. Oder glaubst du, dass die Volatilität, die Schwankungsbreite an den Märkten, das Angebot- und Nachfrageverhältnis, die Psychologie hinter den Kursen, glaubst du vielleicht, dass das deutlich interessanter werden könnte, was natürlich auch für gerade informierte Investoren einen Vorteil bringt? Stimme gerne ab. Du hast die Möglichkeit, entweder weniger Volatilität, ungefähr gleich, oder mehr Volatilität zu sagen. Und ich sehe schon, es hat einen Grund, dass ihr heute Abend live hier mit dabei seid. Ihr seid genau wie ich der Meinung, dass wir eher ein spannendes Börsenjahr sehen. Das ist natürlich für die neuen Aktionäre schwer zu verstehen, die in den letzten 23 Monaten an den Markt gekommen sind. Sie haben natürlich noch keinen Rücksetzer erlebt. Sie kamen nach dem Corona-Crash. Sie freuen sich über ein sehr gutes Timing. Aber ein Gewinn ist natürlich dann auch erst realisiert, wenn die Position verkauft ist. Und jetzt sich breiter aufzustellen, zu diversifizieren, andere Assetklassen auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch ein guter Trick. Und darum wird es heute Abend auch definitiv gehen. Ich glaube auch an mehr Volatilität. Deswegen brauchen wir gute, einfache Strategien. Und die werde ich dir heute Abend natürlich auch exklusiv hier zeigen. Und die Bewertung nicht nur von Apple ist hoch, sondern auch, wenn man sich den Buffett-Indikator anguckt. Ich hätte ja auch Tobin's Q zeigen können oder das Schiller-KGV. Gibt ja einige makroökonomische Parameter, anhand deren man die Bewertung am Aktienmarkt messen kann. Buffett-Indikator, das hat Warren Buffett mal gesagt, wenn er einen Bewertungsmaßstab für die Aktienmärkte bräuchte, würde er sich den gesamten Markt anschauen, also hier den großen breiten Aktienindex, und er würde es einfach teilen durch das amerikanische GDP, durch eben das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftskraft von Amerika. Und dann siehst du hier in den letzten 70 Jahren, da befinden wir uns auf einem deutlichen Höchststand, auch deutlich über den Ständen von der Dotcom-Bubble. Also wir sind an diesem Maßstab gemessen relativ teuer. Ähnlich sieht es auch beim Tobin's Q aus, ähnlich sieht es beim Schiller-KGV aus. Das Einzige, was noch einigermaßen faire Bewertung anzeigt, aber es ändert sich auch gerade, das ist das sogenannte FED-Modell. Die FED setzt eben hier die Renditen von Renten, von 10-jährigen Treasuries, in den Bezug zur Aktien-Earnings, also zu der Rendite vom Aktienmarkt. Und da war es lange Zeit eben deutlich besser, in Aktien zu investieren, weil die Renditen am Rentenmarkt künstlich durch die Eingreifen, durch die Maßnahmen der Notenbank ja auch tief gehalten wurden. Da war es eben besser, in Aktien zu investieren. Aber auch das FED-Modell deutet mittlerweile schon auf leichte Überbewertung von Aktien hin. Also das ist nichts Neues. Trotzdem, solange die Musik spielt, kann man tanzen. Die Frage ist nur, wann hört sie auf? Und da sollte ich eben auch als Investor immer ganz konkrete Strategien an der Hand haben. Nicht nur mehr Gedanken machen, nicht nur eine Meinung bilden, so wie wir es im ersten Teil des Webinars tun, sondern dann auch, wie es im zweiten gemacht wird, eine ganz klare Strategie, die mich eben auch vor Verlusten schützt. Und dass Verluste auch schnell passieren können, das siehst du hier. Sterne verglühen an der Börse manchmal schnell. Gerade die Highflyer aus Januar und Februar letztes Jahr, die SPACs, die Meme-Aktien wie GameStop, wie AMC, wie Avis und andere, die kriegen ja momentan deutlich einen auf die Mütze, aber auch hier in weiß dargestellt. Die nicht profitablen Tech-Unternehmen, wie sie zum Beispiel im ARK Innovation Fonds von Cathie Woods vertreten sind, auch die leiden momentan ganz ähnlich wie die IPOs. Also nur weil der S&P 26% gestiegen ist, heißt es nicht, dass die Flut hier alle Boote gehoben hat. Das zeigt eben auch, dass wir schon eine gewisse Unterscheidung haben und insbesondere, dass diese großen Big Player am Markt steigen, ist eben auch ein sehr deutliches Indiz für das, was mir meine Ex-Kollegen aus dem Fondsmanagement verraten haben, dass eben nach wie vor sehr viel Geld in den Markt reinfließt, sehr viel frisches Geld, auch getrieben von Sparern, die eigentlich gar keine Aktienbezüge haben, auch die Volatilität im Zweifel nicht aushalten und die natürlich in die großen Märkte, in die großen ETFs, in die großen Fonds reingehen, die natürlich auch nach Marktkapitalisierung investieren und damit eben das zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird und das, was gestern gekauft wird, immer weiter getragen wird von den Geldflüssen. Das gilt so lange gut, bis die Geldflüsse eben aufhören. Das haben wir auch im Gold gesehen letztes Jahr. Da werde ich nachher auch noch eine Folie zu zeigen. Und das ist eben das Risiko für das Börsenjahr 2022, wenn die Geldflüsse versiegen, dass eben auch die Investments sich ändern und die Chancen eben nicht mehr da sind, wo sie vielleicht im letzten Jahr zu finden waren. Das soll es gewesen sein mit dem Rückblick. Kommen wir schon zum aktuellen Stand und zum Ausblick. Ich denke, 2020 und 2021 waren gekennzeichnet durch den Virus. Damit meine ich natürlich Corona. Ähnliche Vergleichssituationen gab es nur 1918 und 19 mit der spanischen Grippe oder 58 und 59 mit der asiatischen Grippe. Wir hatten global den Lockdown, Teil-Lockdown, partieller Lockdown, Lockdown für Geimpfte. Unglaublich viele Themen, die natürlich auch die Wirtschaftsketten absolut zerrissen haben. Das wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, ehe hier alle Prozessstufen in einer global so eng vernetzten digitalen Welt wieder passieren. Man sieht es nicht nur an den Häfen, die eben
nicht mehr umgeschlagen werden. Man sieht es auch an ganz vielen Engpässen, die wir gerade haben. Diese ganzen globalen, dezentralen Lockdowns, diese Lieferkettenproblematiken, das wird Jahre dauern und auch lange inflationär sein. Wir kommen aus einem Regime der geringen Inflation, das ändert sich. Wir hatten global fallende Zinsen weit über 30 Jahre. Developed Markets haben gut funktioniert, allen voran natürlich der S&P, Large Caps waren die Investments der Zeit. Tech-Unternehmen gehören da auch definitiv dazu. Und ich glaube, das Thema wird sich ändern. Timing auf den Tag ist schwierig, aber auf die nächsten Monate denke ich schon, wir werden nicht nur global den Impfstoff sehen, sondern auch den Booster 1, 2, 3, 4. Wichtig dabei, und das zeige ich gleich, Corona wird immer mehr an Schrecken verlieren und damit eben auch immer weniger an Bedeutung in der Wirtschaft gewinnen. Und damit vor allen Dingen den Notenbanken und auch den Regierungen weniger eine Möglichkeit geben, so massiv in dieses Thema einzugreifen, wie sie es getan haben. Wir werden uns global wieder öffnen. Wir werden auch wieder damit lernen, mit einem Virus umzugehen, auch ohne Maske uns zu begegnen. Es wird sich nach und nach wieder kultivieren. Das müssen wir dann auch erstmal lernen, aber das wird kommen. Wir werden viel Inflation sehen. Deutlich über 3% ist zumindest meine Erwartung. Ich glaube, dass die Notenbank, das haben wir gestern in der Sitzung bei den Fed Minutes auch gesehen, dass sie eben lange Zeit dieses Thema ignoriert hat, jetzt aber mit den Konsequenzen leben muss und sich auch mittlerweile wirklich Angst macht und Angst hat, das auch zu Recht. Deswegen werden wir steigende Zinsen sehen, nicht nur in den Emerging Markets, die sich auf eine Zinswende deutlich besser vorbereitet haben, sondern auch in den USA und den entwickelten Ländern. Deswegen werden die Investmentthemen sich auch ändern, weg von Developed Markets, eher rein zu Emerging Markets, weg von Large Caps, eher zu Small Caps, weg von Tech, eher zu Value. Ich glaube, das sind die großen Themen, die in den nächsten Jahren auch im Investment Depot reinkommen. Eine Sache habe ich vergessen, das Beste natürlich schlechthin, die Überschrift. Das Ende der Pandemie wird das Ende der Hosse. Ich glaube, das ist vom Timing ein ganz guter Satz, weil er ist relativ unkonkret, denn wann ist denn die Pandemie zu Ende? Der Südhalbkugel ist das Corona-Problem ja momentan aufgrund der global wärmeren Situation des Sommers einfach gar nicht so präsent, gar nicht so stark, wenn auf der Nordhalbkugel jetzt schon wieder verschiedene Lockdowns probiert werden, auch verschiedene Probleme da sind, aber die Todesfälle deutlich runtergehen. Ich denke aber, wenn die Pandemie zu Ende ist, für uns auf der Nordhalbkugel vielleicht April, Mai, Juni, das heißt nicht, dass Corona weg ist, sondern dass wir besser damit leben können und uns nicht mehr so viele Sorgen machen. Ich glaube, dann wird es auch schwer, für die Hostel weiter zu bestehen. Dann können Märkte eben zumindest mal volatiler werden und der Aktienmarkt auch mal wieder mehr als 20% fallen. Die Frage ist jetzt, wann ist die Hosse vorbei? Ja, nein, wann ist die Hosse vorbei und damit natürlich dann auch Corona vorbei? Da möchte ich einfach zwei, drei Charts zum Thema Corona nochmal zeigen. Hier siehst du aus Bloomberg heraus die Impfungen und die Neuinfektionen global. Oben siehst du die Impfungen im 7-Tages-Durchschnitt. Also oben siehst du die neuen Fälle. Da siehst du den 7-Tages-Durchschnitt und da siehst du, dass wir eben in den letzten Wochen hier 1,25 Millionen Neuinfizierte gehabt haben. Also ein All-Time-Rekord. Sehr viele Neuansteckungen, die wir global gesehen haben. Du siehst dann unten bei den 5.477, dass aber im gleichen Atemzug trotz dieser vielen Neuinfekte die Todeszahlen massiv zurückgegangen sind. Und ich glaube, das ist eben relevant. Hier siehst du die einzelnen Corona-Neuinfektionen in New York. Natürlich haben die das Weihnachtsgeschäft etwas versaut. Natürlich waren die Menschen vorsichtiger, haben sich Sorgen gemacht. Aber natürlich merkt man auch langsam, dass es nicht nur reicht, wenn man eben infektiös ist und auf einmal Corona hat, sondern man merkt vor allen Dingen auch, wenn es weniger Bedeutung hat, weil die Leute nicht auf die Intensivstation müssen und gar nicht sterben, dass es eben auch dann durchaus normal wird und Corona eben auch im besten Fall irgendwann nur noch ein ganz normales Virus ist und nicht mehr diese globale Bedrohung, wie uns ja Politik und auch die Notenbank immer wieder klar machen wollte, um eben auch die Maßnahmen zu rechtfertigen. Das hört langsam auf. Trotzdem, die Fallzahlen gehen nach oben. UK, Italien, Spanien, Deutschland auch ganz vorne mit dabei. Wie überall ist eben die Corona-Winterwelle intakt. Das hat auch wieder zu Maßnahmen geführt. Sicherlich, das wird auch unser Leben die nächsten 2, 3 Monate noch beeinflussen. Aber wenn das Thema mal vorbei ist, dann wird es für die Wirtschaft auch einfacher. Hier auch nochmal die täglichen Neuinfektionen in Deutschland. Wir haben hier ein All-Time-High erreicht. In dieser vierten Welle haben wir eben die größten Ansteckungszahlen gesehen, die wir jemals hatten. Allerdings eben auch im Verhältnis zu früher nur sehr geringe Todesfälle, die eben hier mit und um Corona zu prognostizieren bzw. zu messen sind. All das deutet eben darauf hin, dass das Virus nicht mehr so relevant ist und damit eben auch der wirtschaftliche Schaden eher eingeschränkt ist. Trotzdem, diese Omikron-Variante ist noch nicht 100% erforscht. Man weiß nicht, ob die Impfstoffe so gut wirken. Man sieht immer mehr Fälle, auch hier in Deutschland. Wahrscheinlich werden wir in der ersten Kalenderwoche über 35.000 Neuinfekte mit Omikron haben. Das ist natürlich erstmal ein Unsicherheitsfaktor. Das hat die Märkte auch Ende September kurz beunruhigt. Ende Mitte Dezember war es kurz beunruhigt. Ist aber mittlerweile auch
weitestgehend eingepreist. Ich glaube, der Markt, den überrascht es nicht mehr. Und was die Kurse auch schon ein Stück weit vorweggenommen haben mit der Santa Claus Rallye, ist eben dieses geringere Todesfallrisiko. Trotzdem, die Ansteckungen sind hoch. Da wird gerade auch Asien nochmal deutlich einen auf die Mütze bekommen. China hat ja lange die Null-Covid-Policy gefahren, ähnlich wie Japan auch, ist man ja sehr restriktiv gewesen. China natürlich auch wegen den Olympischen Spielen jetzt im Februar. Allerdings, wenn das Thema dann eben mit Omikron hier auch ausbricht, dann wird man da auch mehr Infekte sehen. Dazu kommt eben auch, dass dieser Impfstoff aus Asien nicht so gut wirken soll. Das heißt, da werden wir also auch nochmal größere Belastungen haben, was eben auch die Lieferketten wieder ein Stück weit mehr belastet. Nichtsdestotrotz, diese Probleme sind handhabbar. Die Gesellschaft wird nicht aussterben. Und diese Grafik finde ich in dem Zusammenhang auch sehr schön. Südafrika, zwar mehr Fälle, aber weniger Todesopfer oben in Türkis. Siehst du die Anzahl der gemeldeten Corona-Fälle, wo Omikron zum ersten Mal entdeckt wurde, also in Südafrika und unten in Weiß, siehst du eben die Todesfälle, die mehr oder weniger unverändert sind. Und wenn ich sowas sehe, dann gibt mir das schon zu denken. Und wenn ich mich dann frage, ja, wann kann Corona auch wirtschaftlich nicht mehr so bedeutend sein, wann wird es eben schwer, da auch immer weitere Maßnahmen durchzuboxen, parlamentarisch, wann wird es eben schwer, immer mehr Verschuldung zu machen und als Notenbank immer weiter auch Geld zu drucken. Ich glaube, im Frühjahr, Sommer wird das der Fall sein. Die Notenbank hat sich ja auch vorbereitet. Die Fed wird sehr wahrscheinlich im März dann ihren ersten Zinsschritt machen, wahrscheinlich sogar viermal dieses Jahr erhöhen. Ich glaube auch, dass die EZB im Dezember die Zinsen anheben wird. Sie will das nicht, aber ich glaube, sie muss aufgrund des inflationären Drucks. Und es liegt eben auch daran, dass diese Legitimation durch Corona ein Stück weit weggeht. Und die letzte Grafik ist noch ein bisschen überfrachtet, bestätigt das aber nochmal. Unten in Rot wieder die durchschnittlichen Todesfälle. 5.571, immer noch viel zu viel, ganz klar. Aber oben siehst du die Neuinfektionen. Die sind im Durchschnitt angestiegen, während die Todesfälle zurückgegangen sind. Also Corona als wichtiges Thema in der Marktprognose besprochen. Ich denke, ab März, April, Mai wird es eben nicht mehr so relevant sein. Es wird nicht mehr so gesellschaftlich anerkannt sein, da diese Maßnahmen durchzuboxen. Die Gesellschaft wird sich mehr auflehnen und wir werden dadurch auch ein Stück weit mehr Normalität zurückbekommen. Das ist nicht unbedingt gut für die Wirtschaft, weil vieles hier schon eingepreist ist und natürlich auch der Stimulus durch Regierung und ein Stück weit durch die Notenbanken wegfällt. Das heißt, im Sommer erwarte ich auch stärkere Volatilität für Aktienmärkte, um nicht zu sagen fallende Kurse. Prognose komme ich gleich noch im Detail dazu. Was natürlich Corona in jedem Fall bewirkt hat, ist eine massive Geldmengenausweitung und Stimulusprogramme von den Regierungen, die eben auch direkt nachfragewirksam geworden sind. Wir haben diesen Nachfrageschock bekommen, weil die Lieferketten einfach gerissen sind und dadurch haben wir auch Inflation gesehen. Nicht nur in den USA, nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Und darauf müssen die Notenbanken reagieren. 6,8% beträgt die Inflation aktuell in den USA. Sie ist damit auf einem Hoch, den wir so, einen Höchststand, den wir so seit den letzten 40 Jahren nicht mehr gesehen haben. In Deutschland 5,2% Inflation hatten wir seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Zur Erinnerung, damals in den 70er und 80er Jahren waren die Zinssätze deutlich über 10% in den USA, genauso wie auch in Deutschland. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Die Zinsen sind bei Null. Und da merkst du schon dieses Ungleichgewicht, was sich hier aufgebaut hat, was eben erst durch die Finanzkrise kam, dann durch die Schuldenkrise, dann durch die Corona-Krise. Und eine Krise jagt die nächste. Und deswegen waren diese Maßnahmen ja immer nötig und wichtig. Aber irgendwann gehen sie zu Ende und damit ändert sich auch ein Regime. Trotzdem hatte der Markt zumindest bis Weihnachten noch keine große Angst. Hier siehst du die Inflationserwartungen, die waren relativ stabil, deutlich über dem Prognoseziel der Notenbanken bei 2%, aber noch nicht im Panikmodus. Das hat sich ziemlich genau nach Weihnachten geändert. Das siehst du auch, wenn du dir die Renditen anguckst. Renditen überall auf dem Globus sind deutlich angestiegen. Zum Beispiel Treasuries notieren im 10-Jahres-Bereich bei 1,7%. Ich glaube, das sind nach wie vor auch sehr gute Investmentchancen für das Jahr 2022. Ich hatte ja im Rahmen meiner Intensivausbildung Portfolio Management schon das ganze Jahr darauf hingewiesen, dass ich auf einen Zinsanstieg setzen würde in den USA, aber auch in Italien. Daran halte ich weiter auch im Jahr 2022 fest. Ich glaube, dass die stark manipulierten Märkte ansteigende Renditen sehen werden, ein Stück weit durch Inflation, aber ein Stück weit durch Vertrauensverlust in die Notenbanken. Man kann hier eine sogenannte Risikobabel spielen. Man kann also short sein bei den Anleihenmärkten, die entsprechend sehr stark manipuliert sind, Italien, auch natürlich die USA. Und man kann long sein in zum Beispiel Rohstoffanleihen wie Russland, wie Türkei, sehr eingeschränkt mit eben auch großen Risiken, aber zum Beispiel auch Brasilien, Mexiko, Philippinen. Ich glaube, das sind alles Themen, die man spielen kann und die auch ein Aktienportfolio natürlich im Jahr 2022 sehr gut ergänzen. Spannend auch, wenn man sich die Inflationserwartung der Fed anguckt. Wir kommen hier von einer Inflation bei 6,8%. Die Prognose bis September ist bei 3%. Und zum Jahresende erwartet die Fed offiziell mit ihrer Projektion von Dezember von der entsprechenden Fed-Sitzung eine Inflation von 2,7
6%. Das finde ich so beachtlich, dass ich das hier nochmal auf die Folie draufschreiben möchte. Also nur um die Zahlen mal zu sehen, fällt mir ehrlicherweise sehr schwer zu glauben, dass sich die Inflation mehr als halbieren soll. Und man hatte ja auf der FED-Sitzung im Dezember gleichzeitig die Wachstumsprognosen runtergenommen und die Inflationsprognosen leicht erhöht. Die EZB rechnet in den nächsten 3 Jahren deutlich mit einer Inflation unter 2%. Ja, ich weiß nicht genau, welche Modelle da verwendet werden. Ich glaube, da ist auch viel Eigennutz dabei. Wie gesagt, wenn man das rein historisch sich anschaut, ist es sehr unwahrscheinlich, wenn es nicht gerade zu einem globalen Mega-Crash kommt und deswegen alle Nachfrage einbricht. Aber davon ist aktuell wirklich nicht auszugehen. Und ich glaube zwar, dass die Inflation ein Stück weit zurückgeht, allerdings sicherlich nicht auf dem Niveau, wo die Notenbanken das gerne hätten. Was auch spannend ist, das habe ich mal mitgebracht aus dem Centix-Jahresausblick. Centix, ein großes Prognoseinstitut hier auch in Frankfurt. Kollegen, die ich auch persönlich kenne, die eine sehr gute Arbeit machen und sie befragen institutionelle und private Investoren zu verschiedenen Investmentthemen und haben hier mal den Ausblick erfragt für das Thema Inflation. Und man sieht diese große Diskrepanz ganz rechts 2022 zwischen blau, das sind die Tendenzparameter der Privaten und dann die Tendenz der Institutionellen zum Thema Inflation. Und die Privaten rechnen mit mehr Inflation, mit höherer Inflation, die Institutionellen rechnen mit weniger Inflation. Und ich glaube, in dem Fall sind die Privaten sogar richtig. Natürlich von der aktuellen Basis wird Inflation nach unten kommen. Das ist ganz klar aufgrund der Basiseffekte und auch der sich wieder neu einspielenden Wirtschaftsketten. Aber sie wird sich nicht halbieren und sie wird schon gar nicht auf 2,6% fallen, sondern sie wird strukturell erhöht bleiben. Da gibt es gute Maßnahmen, da gibt es gute Gründe für, zum Beispiel Demografie, aber auch der geringer werdende Welthandel, stärkere Autonomie. All das führt eben strukturell zu einer höheren Inflation, aber auch kurzfristig ein ganz banales Thema, wie zum Beispiel hier die Lohnpreisspirale. Man sieht mal die Inflationsrate in den USA und man sieht den Arbeitskostenindex, der eben deutlich nachlaufend ist. Aktuell waren noch nie so viele Stellen ausgeschrieben in den USA und die Jobs sind einfach überall, aber die Leute wollen gar nicht mehr arbeiten. Viele sind auch hauptberufliche Trader geworden im letzten Jahr. Die sogenannte Partizipationsrate ist auf unter 65% gefallen. Man merkt also hier, der Arbeitsmarkt ist alles andere als arbeitgeberfreundlich, der ist sehr arbeitnehmerfreundlich und das in einem inflationären Regime bringt natürlich den Konsumenten, den Arbeitnehmern auch die Möglichkeit, höhere Löhne durchzusetzen. Das ist kurzfristig gar nicht schlecht, drückt natürlich langfristig auf die Margen und führt zu der sogenannten Lohnpreisspirale, die sich eben hier auch weiter manifestieren wird. Ähnliches Thema zum Häuserpreis, hier auch Häuserpreise global mal dargestellt. Du siehst, dass die schwarze Linie, also der Median der Hauspreise, auf einem All-Time-High ist. Wir waren noch nie in den globalen Immobilienpreisen so hoch bewertet. Die Bundesbank hatte ja unlängst auch vor einer Immobilienblase in Deutschland gewarnt. Sei dahingestellt, ob das stimmt oder nicht. Aber Fakt ist, von den reinen Bewertungen her, wenn du also misst, wie viele Gehälter du brauchst, um eine Eigentumswohnung in München, Frankfurt, Hamburg zu erwerben, dann sind diese Werte auf einem All-Time-High. Wenn du die Dividendenrenditen für Immobilien anguckst, also Mietrenditen, dann merkst du auch, die sind auf einem All-Time-Tief. Die Bewertungen sind massiv gestiegen und das hat ja auch realwirtschaftliche Konsequenzen, weil damit natürlich auch entsprechend dann die Mieten steigen. Und auch das ist ein nachlaufender Faktor. Das siehst du hier zum Beispiel, anders als in Europa, werden ja in den USA die Mietzahlungen auch ein Stück weit zumindest eingepreist. Das ist die sogenannte Shelter Rate, also die Rate für Unterkunft. Die geht insgesamt mit 30,4% in den CPI-Warenkorb mit ein. Ein Großteil davon ist eine Befragung von Leuten, die in einer Wohnung wohnen, wie viel Miete sie selber zahlen würden, wenn sie eben das nicht als Eigentum hätten, sondern da als Mieter werden. Ist also etwas ein Fantasiewert, wenn man so will. Aber trotzdem siehst du eben, dass diese blaue Linie auch sehr schön der roten Linie hinterherläuft und diese schnell abflachende Inflation, die FED erwartet, auch aus dieser Komponente der Mietsteigerung, die wir sicherlich dann auch in den USA, aber auch im Rest der Welt sehen, eher geringer wird. Also all das ist, glaube ich, relevant, ähnlich wie hier zum Beispiel auch die Frachtraten, die nach wie vor auf einem hohen Niveau sind, wie die Rohstoffpreise, wo ich gleich auch noch was zur Prognose zu sage. Und ich möchte dich auch noch eine zweite Sache fragen, hatte ich an anderer Stelle schon mal gezeigt, aber ich finde die Auswertung dazu extrem spannend und wichtig. Was ist deine Meinung zur Inflation? Und ich habe es vielleicht schon ein bisschen verzerrt, ist aber vielleicht mal gut, hier auf den Knopf zu drücken und sich auch ein Bewusstsein zu schaffen, was denn deine Erwartung ist. Glaubst du wie die FED, dass wir 1-3% Inflation bis zum Jahresende sehen? Das wäre eher gut für den Large-Cap-Sektor, für die entwickelten Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung? Oder glaubst du eher wie ich 3-5%? Oder sagst du sogar ein Inflationsregime, wo Inflation außer Kontrolle gerät, wie in den 70er Jahren, wo wir eben auch Inflationsprobleme haben können, die wirklich einen Schock erzeugen und die Wirtschaft damit auch massiv unter Druck bringen?
Ja, das klappt schon sehr gut. Ich gebe euch nochmal 10 Sekunden, um abzustimmen. Also entweder Deflation unter 1%, bestes Aktienregime 1 bis 3, eher höheres Inflationsregime 3 bis 5 oder vielleicht sogar Kontrollverlust der Notenbank, ausufernde Inflation im historischen Vergleich 5% und vielleicht sogar mehr. 70% haben abgestimmt, wunderbar. Ich übertrage euch das direkt. Also ein Großteil sagt, wir sehen eben 3 bis 5% Inflation, 20% sogar mehr, also 90% sind eben auch hier eher auf ein Regime höherer Inflation eingestellt. Merkt euch bitte, welchen Wert ihr angegeben habt, denn in Abhängigkeit von eurer Inflationserwartung solltet ihr auch euer eigenes Investmentdepot strukturieren und damit auch eure Allokation entsprechend verändern. Also merkt euch das, wo ihr gerade geklickt habt. Ich bin auf jeden Fall in dem Team 3 bis 5%. Und wenn du sagst, da bist du auch, dann habe ich gleich eine Folie für dich, die dir da auch entsprechend gute Hinweise gibt. Vorher aber noch ein Zwischenschritt. Was bedeutet denn eigentlich höhere Inflation? Das heißt ja nicht nur, dass Tanken teurer wird, dass Lebensmittel teurer werden oder dass wie zum Beispiel IKEA zum Jahresbeginn einfach mal Möbelpreise im Durchschnitt um 9% erhöht hat, sondern Inflation bedeutet natürlich auch, dass unser Geld weniger wert ist, dass wir Kaufkraftverluste haben, dass eben Lohnpreisspiralen einsetzen und Wohlstand auch de facto schrumpft und eine Umverteilung stattfindet. Wer Kredite hat, ist eher im Vorteil. Die Reichen durch Geldanlagen sind im Vorteil. Die Mittel- und die Unterschicht, die ist eben im Nachteil, gerade in den Emerging Markets, wo ja auch viele Lebensmittel sehr stark in das Konsumverhalten eingehen, wo man also deutlich überproportional viel Geld ausgibt für Lebensmittel im Vergleich zur restlichen Welt, weil man einfach nicht so vermögend ist. Da muss eben Inflation auch stark bekämpft werden. Wie das schiefgehen kann, das sehen wir auch gerade in der Türkei, wo ja aufgrund der politischen Eingriffe auch die Notenbank ein Stück weit vielleicht nicht so autonom ist, wie sie sein sollte. Wir sehen es aber auch global. Und das ist wichtig zu verstehen. Hier siehst du einfach mal den Anteil der Notenbanken, die die Zinsen erhöht haben. In schwarz die Emerging Markets, also die sich schneller entwickelten Länder mit einer besseren Demografie, mit zumeist auch einem stärkeren Wachstum und im Verhältnis dazu die älteren entwickelten Wirtschaften. Und du siehst so einen Zinszyklus, der geht immer zwischen Tightening, also zwischen lockerer Zinspolitik und strafferer Zinspolitik, zwischen Tauben und Falken. Der geht also immer zwischen Zinsen nach oben und Zinsen nach unten. Das ist eigentlich ein Zyklus, der im Wirtschaftskonjunkturzyklus läuft, wo die Zinsen entsprechend vorlaufen sollten. Das hat sich in den letzten Jahren ja ein bisschen durch die Stimulusprogramme geändert. Und aktuell siehst du, dass über 60% der Notenbanken aus den Emerging Markets schon Zinsen angehoben haben. Nicht, weil sie das wollen oder weil das lustig ist, sondern weil sie wie Brasilien zum Beispiel auch Angst vor einer ausufernden Inflation von 10, 15, 20% haben. Und aktuell steht die Inflation in Brasilien bei über 10%. Deswegen sind die Anleihen da auch interessant. Und da sind die Notenbanken eben am Gegensteuern und auch die entwickelten Märkte werden da was tun. Wie gesagt, die Fed wird meiner Meinung nach im nächsten Jahr, also dieses Jahr 2022, muss man sich erstmal dran gewöhnen, viermal die Zinsen erhöhen. Warum werden sie das tun? Wegen Inflation. Hier mal ein Logchart dargestellt. Inflation historisch eben höher in Emerging Markets. Das heißt, Emerging Markets können damit auch besser arbeiten als die entwickelten Märkte. Trotzdem merken die entwickelten Märkte das auch gerade. Und das ist eben einmalig, denn auch wenn du Notenbanker jetzt bist, hast du in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich kein richtiges Inflationsregime erlebt. Das letzte Mal ausufernde Inflation gab es in den 70ern, da hast du vielleicht von gelesen, aber die Bedeutung, die kannst du gar nicht erfassen, weil die Zinsen einfach die letzten 39, 40 Jahre immer nur am Fallen waren, die Inflationsraten sehr gering waren. Und wenn jetzt eben auch durch Sondereffekte bedingt so eine Inflationswelle kommt, dann vergisst du schnell den Ketchup-Effekt der Inflation, wenn es einmal losgeht und der Ketchup aus der Flasche rauskommt, weil du 3, 4, 5 Mal hinten raufgehauen hast, dann kannst du die Inflation eben den Ketchup nicht mehr zurück in die Flasche bekommen. Und hier mal eine sehr schöne Darstellung, nicht nur für die USA, sondern für den globalen Aktienindex, den MSCI All Country World Index, also einen sehr globalen, breiten Aktienmarkt. Und in Rot siehst du unten, ob eben gerade mehr Notenbanken die Zinsen senken. Also oben, wenn wir hier in der oberen Bandbreite sind, über 0, dann heißt es, es ist positiv für den Aktienmarkt, weil eben mehr Notenbanken global die Zinsen senken. Und hier wird sich jeweils nur der letzte Zinsschritt angeguckt. Oder wir schauen unten, was ist denn, wenn aktuell gerade mehr Notenbanken die Zinsen erhöhen? So wie es eben die Emerging Markets machen. Polen hatte zum Beispiel vor 2 Tagen den Zinssatz um 50 Basispunkte erhöht. Alleine über 100 Zinsschritte im letzten Jahr nach oben von mittlerweile 38 Notenbanken auf der ganzen Welt. Wie gesagt, die Fed wird sich im März diesem Trend anschließen. Und schauen wir mal, was das bedeutet. Also wenn wir hier die einzelnen Bereiche uns mal anschauen, zum Beispiel natürlich im Dotcom-Crash, da hatten wir auch viele Notenbanken, die die Zinsen erhöht haben aufgrund des Inflationsdruckes, der sich durch die Technologieblase auch ein Stück weit ergeben hatte. Was ist mit Aktien passiert in diesem Regime? Sie sind gefallen. Was haben wir danach gesehen? Wieder eine ähnliche Situation. Wir hatten hier 2014,
7, 8 und 9 auch hohe Inflationsraten. Deswegen mussten eben auch Zinsschritte erfolgen. Kam ja auch aus einem Niedrigzinsregime raus. Wir haben natürlich dadurch auch die entsprechende Lehman Brothers Krise noch mit unterstützt. Und was ist passiert? Die Aktien waren sehr stark volatil und sind dann eben auch am Ende in den Lehman Crash reingelaufen. Ähnliche Situation auch in der Schuldenkrise 2011, wo ja auch Rohstoffpreise stark gestiegen sind. Die Notenbanken waren wieder ängstlich, haben die Zinsen erhöht. Der Markt hat reagiert und auch vor Corona war eben auch das Problem, dass diese Zinsschritte der Fed vom Markt nicht gut aufgenommen wurden und deswegen die Notenbank nicht unabhängig war, sondern sich nach dem Markt gerichtet hat. Und 2022 wird dieser untere Chart auch wieder in die rote Ebene reingehen. Das heißt natürlich nicht sofort, dass die Aktien auf Null fallen, sondern das heißt, du brauchst konkrete, einfache Strategien, wie du dein Geld schützen und vermehren kannst. Zwei einfache Strategien im Investment, um eben auch Gewinne abzusichern, um vielleicht auch mal sogar auf Aktien zu verzichten, habe ich am Ende der Präsentation noch dabei. Was ich auch zeigen wollte hier von der UBS, was ich sehr schön fand, ich habe mal untersucht, was passiert denn, wenn die Zinsen wirklich steigen. Das hat sich hier einfach mal verschiedene Zinserhöhungszyklen angeguckt, der Fed. Sie hat halt festgestellt, dass bevor der erste Zinsschritt kam, also wir sind in einem lockeren Zyklus, wie wir ihn gesehen haben nach Corona, bevor der erste Zyklus kam, steigen die Aktien gar nicht mal so wenig, knapp 10%. Das ist eben die Zeit dann bis März. Und danach, gerade in einem hohen Inflationsregime, geht es erstmal 100 Tage nach unten und es wird etwas volatiler. Das ist eben auch mein Hauptszenario für die Aktienmärkte 2022. Gutes erstes Quartal, stark volatil, vielleicht ein starker Rücksetzer im Februar, vielleicht auch ein Volatilitätscrash, der nochmal eine letzte Kaufchance gibt mit dem frischen Geld, was da ist. Das Geld sollte man aber nicht länger als April halten. Und ich glaube, im Sommer wird dieser Halloween-Effekt auch voll aufgehen. Es wird eben auch dieser Midterm-Election-Cycle gespielt, wo im Sommer dann wahrscheinlich die Aktienmärkte eher nach unten gehen und woanders auch Chancen zu sehen sind. Das hatte ich an anderer Stelle schon gezeigt oder auch im Rahmen meiner Ausbildung in der Community schon sehr prominent vorgestellt. Ich werde es nur ganz kurz vorstellen, weil ich es wirklich sehr wichtig und spannend finde. Hier ist die Frage nochmal aufgegriffen, was passiert denn, wenn wir höhere Inflationsregime sehen? Du hast ja vorhin abgestimmt, 1% fast niemand, 1 bis 2 oder 2 bis 3. Das war also die mittlere Antwort mit 1 bis 3% Inflation oder 3 bis 5 oder mehr als 5. Und je nachdem, was du gesagt hast, kannst du eben die nominalen Renditen beurteilen. Zum Beispiel Staatsanleihen werden schlecht performen, wenn wir hohe Inflation haben. Logo, weil hohe Inflation heißt, die Zinsen müssen steigen. Steigende Zinsen bedeutet, du weißt es, ein Anleihekurs. Was besser ist, sind Tipps. Treasury Inflation Protected Securities, Anleihen mit Inflationsschutz sind eben gut dafür, um sich gegen Inflation zu schützen. Das ist ja die Konstruktion, so sollte es sein. Ich glaube, das sind auch Bonds, die du in 2022 noch halten kannst. Da gibt es natürlich auch ETFs. Aber von den normalen Investment-Grade-Bonds würde ich eher Abstand nehmen. Auch von den High-Yield-Anleihen würde ich Abstand nehmen. Was man noch überlegen kann, sind vielleicht Emerging-Markets-Anleihen mit 10, 11, 12% Rendite. Wie gesagt, Brasilien oder auch Russland finde ich hier ganz interessant. Da werde ich im Rahmen der Marktausblicke der Ausbildung auch beim nächsten Marktausblick drauf eingehen. In 2 Wochen haben wir den ja am Sonntag. Da werde ich einige Bonds auch mal raussuchen, werde auch selber investieren. Ich denke, da sind wir langsam schon an der Zeit, mal ins Investment zu gehen. Und ich glaube auch, dass so ein 12-13% da durchaus aufs Jahr gute Chancen hat. Das ist natürlich in lokaler Währung. Du musst die Risiken aus dem Währungsmarkt mitnehmen und die Währungsprognose an dieser Stelle schon ganz kurz vorweggenommen. Ich glaube, dass Rohstoffwährungen sehr gut funktionieren werden, auch Emerging Markets Rohstoffwährungen gut funktionieren, also ein Rubel, ein brasilianischer Real. Ich glaube auch daran, dass Risikowährungen gerade im Sommer gut funktionieren. Schweizer Franken erwarte ich die Parität. Aber auch im Yen sollte aufwerten. Ich glaube, dass der Euro sich weiter abwertet, wir eventuell sogar in Richtung 1,05 oder Parität gehen können. Ich glaube, dass im Sommer auch der Dollar temporär aufwertet, auch mit den Zinsschritten, die wir sehen, dann aber auch eher volatil läuft. Und dass so Zwischenwährungen, die wie das Pfund oder vielleicht auch Schwedenkrone, ich glaube, die werden sich eher schwer tun. Andere entwickelte Länder wie Norwegen, Australien, Neuseeland, Kanada mit Rohstoffbezug werden sich eher leicht tun. Ich glaube auch, dass die entwickelten Märkte sich eher schwer tun werden, das hatte ich ja gerade gesagt, raus aus Developed Markets rein in Emerging Markets. Ich glaube, das ist ein großes Thema, dass hier die Emerging Markets auch deutlich besser performen. Macht ihr gerne auch hier einen Screenshot. Ich glaube, das ist eine sehr spannende und einfache Folie. Zyklische Aktien werden auch schlechter laufen, wenn eben viel Inflation passiert. Defensive Werte werden eben besser werden. Heißt am Ende auch eher rein in Value und raus und raus aus den Growth, aus den Technologieaktien. Ich glaube, das ist eine schöne, einfache Übersicht, die solltest du dir gerne abspeichern oder deine Notizen machen. Ich glaube, wenn eben hier ein größeres Inflationsregime da ist, dann kannst du von diesen Informationen einfach und transparent auch profitieren. Dann weißt du eben, wo du entsprechende Anlageentscheidungen triffst. Auch Immobilien werden sich natürlich schwer tun, wenn wir wirklich eine Hochinflation sehen.
weil dann natürlich die Finanzierung teuer werden und nicht jeder sich das leisten kann. Wir werden auch sehen, dass hier zum Beispiel die Small Caps besser performen als die Large Caps. Das war ja auch im Sinne meiner Prognose. Wir werden auch Rohstoffe sehen, die eher hausieren, Energie und Industrie. Metalle werden hier in so einem kleineren Inflationsregime gut laufen. Gold sollte dann wirklich bei einer ausufernden Inflation besser funktionieren. Warum es gerade nicht gut klappt, das werde ich dir gleich sagen mit einer entsprechenden Folie. Hat ja auch gestern und heute wieder schön auf den Deckel bekommen. Ich glaube, momentan ist noch zu früh, um strukturell in Gold zu investieren. 16 bis 1700 ist da eher ein besserer Einstieg. Bin ja auch im Rahmen des Investmentdepots in der Ausbildung schon lange aus Gold raus. Ich glaube, knapp ein Jahr ist auch noch zu früh, wieder reinzugehen. Rohstoffe, die ich besonders spannend finde aktuell, also meine Favoriten für das Investmentjahr, sind auch wenige Energierohstoffe, die auch einen guten Jahresauftakt hatten. Da gilt natürlich auch, die 5 Tage bestimmen das Börsenjahr-Regel. Aber ich glaube hauptsächlich, dass Agrarrohstoffe gut funktionieren, allen voran Weizen und auch Reis. Weizen und Reis sind hier meine Favoriten. Da kann man die Futures entsprechend handeln. Muss man natürlich wissen, ob man das möchte, weil das ja auch ja, ethische Themen sind. Ich unterstelle einfach, dass wenn die Preise steigen, die Bauern auch mehr anbauen. Aber Weizen zum Beispiel deckt 20% des Kalorienbedarfs, ist tendenziell strukturell unterbewertet und ist eben momentan auch deutlich nachgefragt und die Produktion wird eben auch aufgrund von Corona zurückgehen. Das heißt, Weizen kann eben hier auch eine Beimischung in einem Investmentportfolio sein. Und Emerging Markets, das ist spannend, das ist einer der zentralen Themen fürs nächste Jahr und auch darüber hinaus. Hier siehst du nämlich mal die Periode 2004, 5 und 6. Du siehst unten die Zinsschritte der Fed. Sie hat eben verschieden oft die Zinsen erhöht, insgesamt um 4,23%. Und du siehst in grün, der S&P hat in dieser Phase eher schlecht funktioniert. Also der Aktienmarkt in der Breite war eher ein Underperformer. Klar, 27% in 3 Jahren ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Aber hier zum Beispiel in Brasilien hättest du damals 175% gemacht. Oder auch in Indien, auch ein spannendes Land aktuell. Indien ist ja komplett durchseucht. Das heißt, die Bevölkerung, ganz anders als China, hat komplett schon Antikörper ausgebildet. Da hattest du damals auch 127,8% Rendite. Oder auch in den Emerging Markets allgemein hattest du eben fast ja, viermal so viel wie im S&P. Das heißt also, wenn die Zinsschritte kommen, wie gesagt, spätestens ab Sommer wird es dann nach und nach am Markt auch realisiert werden. Ich glaube, dann lohnt es sich auch stärker in Emerging Markets rein zu investieren. Dann kannst du da auch mal einen MSCI Emerging Markets auswählen. Über Just ETF findest du ja auch entsprechende Produkte oder eben auch vielleicht aus diesen einzelnen Ländern die entsprechenden Länder-ETFs kaufen. Mit Einzelaktien wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil da ja viel in den Ländern passiert und man auch sehr genau Research machen muss. Aber mit so einem breiten Markt-ETF kannst du diese Länder abbilden. Bis dahin könntest du die Anleihen halten. Ich glaube, die bieten dir auch gute Chancen. Ja, dann 2 Worte noch zu mir. Für den einen oder anderen, der vielleicht heute neu dabei ist, André Starke ist mein Name. Ich habe 10 Jahre Fonds gemanagt, das hatte ich vorhin schon gesagt. Für die Union Investment durfte ich 2,5 Milliarden Euro verwalten in der UniRAK-Familie. Habe auch Overlay gemacht mit Futures, mit FX, mit Optionen gearbeitet. Bin also in einer Fondsindustrie ausgebildet, habe eben noch nach wie vor gute Kontakte auch zu Ex-Kollegen, habe ein eigenes Bloomberg-Terminal und bin eben von der Börse fasziniert. Habe 96 meine ersten Aktien gekauft. Damals die Mannesmann. Bin eben ein richtiger Börsenjunkie. Ich habe noch kein Haus gebaut, keine Familie gegründet, noch nicht mal ein eigenes Auto gekauft, weil mich die Märkte immer fasziniert haben. Und ich habe eben Strategien für mich entwickelt, die ich dir heute auch noch gleich teilen werde, mit dir teilen möchte, mit denen ich mein Geld anlege, mit denen ich eine klare, einfache Struktur habe. So habe ich das in den Fonds gemacht, auch verschiedene Auszeichnungen gewonnen. So mache ich das jetzt für mich als Privatier und so bilde ich das eben auch im Rahmen meiner Ausbildung aus. Ich bin geprüfter Eurex-Händler, habe den Certified Financial Techniken, habe auch die renommierteste Ausbildung im Investmentbereich, den sogenannten Chartered Financial Analyst. Also wer den CFA nicht kennt, gerne mal googeln. Das sind eben die renommiertesten Titel, die Finanzprofis haben. Schwer zu bekommen, aber dann heiß begehrt. Sage ich den nicht, um anzugeben, sondern einfach, um zu zeigen, dass ich hier auch eine gewisse Qualifikation in den letzten Jahrzehnten erworben habe. Deswegen bin ich auch seit 8 Jahren schon Hochschuldozent, unter anderem für die Geno Akademie oder auch für die International School of Management. Momentan nicht im Präsenzunterricht, sondern im Homeschooling für Studenten, im Bachelor und Finance of Master. Nein, Master of Finance und Bachelor of Finance. War vorhin joggen, das hat irgendwie ein bisschen zu stark angestrengt, glaube ich. Also ich unterrichte hier auch an Hochschulen im Thema Asset Management oder zu Deutsch Portfolio Management. So ein Master an der ISM kostet knapp 30.000 Euro. Und da lernst du keine Strategien, sondern die wichtige Portfoliotheorie und du machst natürlich einen akademischen Abschluss. Aber ob du da aufs Leben und auf die Börse wirklich vorbereitet wirst, das sei dahingestellt. Aber trotzdem, das sind meine beiden Leidenschaften. Geld anlegen, Geld vermehren. Das habe ich, wie gesagt, lange als Portfolio-Manager gemacht. Und auch auszubilden, das ist auch eine große Leidenschaft.
eine große Liebe von mir. Das mache ich seit vielen Jahren schon für Börsenvereine, aber auch für Hochschulen. Und deswegen bilde ich eben jetzt auch aus und bin damit sehr großer Leidenschaft dabei. Bin ein vielfacher Ironman-Finisher. Ich weiß also auch, wie es ist, Projekte zu beenden. Bin finanziell seit einigen Jahren frei. Nicht durch mein sehr gutes Gehalt als Portfoliomanager, sondern eben auch durch die Möglichkeiten der Börse und das, was die Börse dir bietet. Sie ist eben nicht ein unabhängiger Ort, wo einfach gute Entscheidungen belohnt werden, wo du selber Entscheidungen treffen musst. Das kann dir auch keiner abnehmen. Auch wenn ich dir sage, Emerging Markets werden die nächsten Jahre besser laufen, dann musst du für dich die Entscheidung treffen, ob du dein Portfolio umstrukturierst. Wenn du eben erfährst, dass Tipps besser laufen als Treasuries, musst du für dich die Entscheidung treffen. Und auch wenn du die Strategien gleich hörst, musst du auch da für dich entscheiden. Und ich bilde aus, das hatte ich schon gesagt, mittlerweile mit über 1000 Bewertungen. Die Ausbildung geht am 11.01. wieder los. Das heißt, wenn du auch da mit dabei sein möchtest, wenn du also auch irgendwann mal hoffentlich eine 5-Sterne-Bewertung bei Proven Expert abgibst, dann ist heute auch der perfekte Tag, um in diese Ausbildung einzusteigen. Mittlerweile mache ich das seit 4 Jahren mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Engagement. Die Community hat tolle Ergebnisse. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und das ist eben meine Herzensangelegenheit, mein Warum, weswegen ich das mache und wo ich auch mit tollen Menschen zusammenarbeite und wir wirklich grandiose Ergebnisse in einem exklusiven Netzwerk auch erzielen. Und wenn du sagst, oh Gott, ich bin neu an der Börse, ich verstehe das alles noch nicht, kein Problem, wir bilden auch Anfänger aus. Es ist wirklich eine Ausbildung für Anfänger, Fortgeschritten und Profis. Wichtig ist einfach beim Triathlon und an der Börse auch, den Anfang macht die Idee, das Ende erreicht die Disziplin. Ich bin Ironman-Finisher, obwohl ich einen Klumpfuß habe, wer sich so ein bisschen orthopädisch auskennt. Ich bin mit dieser Behinderung geboren, konnte bis 3 Jahre nicht laufen, musste lange eine Schiene tragen, war im Sportunterricht vom Laufen befreit, hatte aber immer die Idee, mal Triathlet zu werden, zumindest einmal eine Volldistanz hier in Frankfurt im Ironman zu finishen und habe das dann auch 2011 geschafft mit einer Fabelzeit von 12 Stunden und 30. Also für einen ambitionierten Sportler keine gute Zeit, aber für mich als Hobbysportler natürlich ein absolut elementares Erlebnis in meinem Leben, was sehr schön war und ich habe es einfach durchgezogen, weil ich diese Idee hatte und dann kam die Disziplin und alles andere auch von alleine. Und so ist es auch mit dem Thema Börse lernen. Wenn du es wirklich lernen und verstehen willst, dann kannst du das. Du musst eben nur ins Tun kommen. Und da kann dir die Ausbildung helfen. Was ich da genau mache, werde ich dir gleich mit den Strategien sagen. Vorher nochmal 2 Bewertungen, die ganz aktuell sind aus dem Dezember. Ich habe die Ausbildung 2018 gemacht, hatte jetzt wieder ein Anliegen. Meine Anfrage wurde in nicht einmal 2 Stunden per E-Mail beantwortet. Und das in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. So sieht Service aus. 3 Ausrufezeichen. Ich kann die Ausbildung jedem weiterempfehlen. Hier hält man stabile, profitable und einfach umsetzbare Börsenstrategien. Das hat mich sehr gefreut, weil der Jürgen mir natürlich persönlich geschrieben hat, ich ihm dann auch entsprechend sein Anliegen schnell lösen konnte und dann hat er auch dankenswerterweise diese sehr schöne Bewertung verfasst oder von anonym. Herr Stark ist ein echter Finanzexperte, der mit viel Freude sein Wissen weitergibt. Das macht ihn zu einem extrem guten Berater, Coach rund um das Thema Börse und Geldanlage. Das ehrt mich natürlich und soll dir auch zeigen, dass ich damit sehr viel Herzblut engagiert bin und dir eben auch konkret Mehrwert gebe, natürlich in diesen öffentlichen Webinaren, wo ich schwer 25 Jahre Börse auf 1 Stunde komprimieren kann. Deswegen wird es auch ein paar Minuten länger dauern. Aber im Rahmen der Ausbildung ist dann eben mehr Zeit. Du kannst alle Strategien lernen, kannst auch noch weiter hinter die Kulissen gucken. Da kann ich auch alle Fragen beantworten. Ich glaube, das genügt mir heute Abend nicht. Ich werde es probieren. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber diese Ausbildung ist eben dafür dann gemacht. Hier siehst du auch die Kursbewegung mal von 46 bis 63 in Blau. Und du siehst im Vergleich dazu den S&P. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Verlauf, der hier sich in der Vergangenheit sehr schön angeschmiegt hat. Also hier haben wir einen relativ engen Zusammenlauf. Die blaue Linie ist strukturell vielleicht ein bisschen höher als die orange. Hier natürlich dieser Corona-Crash, das konnte die Vergangenheit nicht erahnen. Dann haben wir wieder aufgeholt. Ich glaube aber auch, dass wir hier eher in den nächsten 2 Jahren seitwärts laufen und dann vielleicht nochmal so einen finalen Blow-off sehen im Jahr 2025. Ist natürlich noch zu früh, um das zu prognostizieren. Aber hier aus diesem Verlaufsmuster alleine würde ich schon sagen, das Börsenjahr 2022 wird keine 26% ohne Risiko für Investoren bieten, sondern es wird etwas mehr zu tun sein, um die Renditen zu bekommen. Das liegt auch daran, dass es ein Midterm Election Year ist. Im November haben wir die Wahl in den USA, die sogenannte Midterm Election Wahl, also die Zwischenwahl. Diese Midterm Election Years sind die schlechtesten zyklischen Jahre. Der Kongress und auch der Senat wird wahrscheinlich verloren gehen. 1/3 der Senatssitze werden neu besetzt. Da steht es ja momentan patt. Und der komplette Kongress wird neu gewählt. Und da momentan die Amerikaner aufgrund der hohen Inflation sehr unzufrieden mit Joe Biden sind, werden sie eben hier sehr stark republikanisch arbeiten, wählen und entsprechend sich positionieren. Und das heißt für Joe Biden, dass er bis November massive Neuverschuldung machen muss. Dadurch werden die Treasury-Renditen weiter steigen und die letzten 2 Jahre seiner aktiven ersten Amtszeit kann er dann gar nicht mehr so stark gestalten. Und das merkt man, da habe ich mit einem Kollegen gesprochen,
der so gute Kontakte in die USA hat. Das haben wir in Deutschland gar nicht mitbekommen, aber das ist auch ein großer Grund, warum die Nasdaq so gefallen ist. Denn es gibt momentan sowas in Amerika, das nennt sich Monopolinflation. Ein ganz spannender Begriff. Und zwar meint es, und der ist auch explizit von Joe Biden geprägt, dass eben die großen Tech-Unternehmen mehr oder weniger Kartelle oder Monopole sind, dadurch eine gewisse Preismacht haben. Und das war eigentlich gut, weil sie eben einen Großteil dieser Inflation, die natürlich ganz andere Gründe hat, aber das lässt sich so schön auf die großen Konzerne schimpfen, gerade als Demokrat, dass eben diese Unternehmen dafür verantwortlich sind und deswegen auch hier mehr reguliert werden darf. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Nasdaq sich eben deutlich schwerer tut im Jahr 2021 als der S&P und auch im Jahresauftakt die Nasdaq sich eher schwächer tut. Also Aktienmarktausblick nochmal zusammengefasst. Das erste Quartal gibt noch Investmentchancen. Hier würde ich eher auf den S&P als auf die Nasdaq setzen oder vielleicht auch auf die deutschen Aktien. Allerdings im zweiten und dritten Quartal würde ich eher Aktien meiden, immer auch in Bezug auf die zwei Strategien, die wir noch kennenlernen werden. Da würde ich auch immer einen entsprechenden Filter ansetzen. Wenn da die entsprechenden Signale sind, würde ich auch entsprechend damit handeln. Märkte, die ich sehr gerne short gehe, sind nach wie vor die Anleihenmärkte. Treasuries hatte ich gesagt. Amerikanische Renditen sehe ich relativ schnell über 2%. Aber auch hier eine Idee, die ich schon sehr lange sehr prominent verfolge, auch in meinem eigenen Investmentdepot, ist ein Anstieg der italienischen Anleihen. Ist eigentlich, wenn man nicht der Eurozone, nicht der EZB vertraut, einer der besten Trades, die man machen kann. Es geht auch über ETFs oder auch über Futures. Wir werden übrigens in der aktuellen Ausbildung, für alle, die heute zuhören und schon angemeldet sind, werden wir auch eine Spezialreihe machen, zusammen mit der Eurex, also mit der Terminbörse von der deutschen Börse und dem Broker WH Self Invest, und werden da auch explizit in 3 oder 4 Webinaren uns nur um das Thema Future, Einführung, Mikrokontrakte, Minikontrakte, wie kann man eben so ein BTP-Future auch short gehen, wie leicht ist es heutzutage, wie viel Marge braucht man und, wie setze ich marktneutrale Strategien um. All das werden wir im Rahmen der Ausbildung auch mit einem Zusatzmodul belegen, weil da schon viele Anfragen kamen. Deswegen werde ich das auch anbieten und die Prognose lautet nach wie vor, hier die Renditen in den USA und auch in Italien, wie du sie gerade siehst, sollten weiter deutlich ansteigen. Davon kannst du eben profitieren. Andere Länder, da haben wir schon deutlich gestiegene Renditen sehen. Russland, Brasilien hatte ich genannt. Da lohnen sich eher die Emerging Markets Anleihen. Ein Wort zu Gold. Hier siehst du eine Money Flow Analyse aus Bloomberg. Das sind natürlich Daten, die kannst du nicht kostenlos bekommen. So ein Bloomberg kostet $50.000 für 2 Jahre oder um genau zu sein $55.000. Und da kannst du natürlich schnell auf Daten zugreifen. Die teile ich auch gerne im Rahmen der Community. Und hier siehst du auf der rechten Seite, dass wir im Jahr 2021 massive Ausschüsse gesehen haben. Allerdings nur in einer einzigen Asset-Klasse. Wir haben Mittelzuflüsse gesehen in Aktien, in Anleihen, auch in allgemeine Rohstoffe. Aber wir haben Ausflüsse gesehen aus Edelmetallen. Und das zieht sich auch in den ersten Wochen des Jahres weiter fort. Irgendwer verkauft im großen Stil die gängigen ETFs, gerade hier im Goldbereich, das sieht man hier. Und solange diese Flows erhalten bleiben, wäre ich eben auch eher vorsichtig und würde nicht in Gold investieren. Wenn sich das ändert, kann man wieder reingehen. Wie gesagt, für die erste Halbjahreshälfte bin ich eher konservativ bis vielleicht sogar leicht negativ auf Gold. In der zweiten Halbjahreshälfte sollte dann Gold irgendwann auch mal wieder stärker glänzen. 3 Worte noch zu Bitcoin. Da bin ich sicherlich kein Experte. Was ich aber weiß als Portfoliomanager und Profi ist, Strategie und Umsetzung, das ist entscheidend. Ob Bitcoin jetzt teuer oder billig ist, neulich auch ein sehr langes, sehr schönes Gespräch mit Marc Friedrich gehabt, der ja sehr bullisch auf das Thema ist, auch wirklich gute Argumente hat. Aber ich weiß es einfach nicht, ob es hoch oder runter geht. Ich weiß nur, dass Strategien an der Börse funktionieren. Ich sehe einfach mal in die Vergangenheit und sehe, dass eben hier Kryptos im Verhältnis zu anderen Assetklassen schon deutlich, deutlich gestiegen sind. Egal, ob es jetzt die Turbomanie ist, die Mississippi Southsea Bubble, die Dotcom-Blase oder auch die aktuelle Bewegung. Kryptos haben schon eine Menge Performance gemacht. Normalerweise sind sie auch in den letzten Monaten, November, Dezember, relativ stark in der Performance. Das war im Jahr 2021 nicht so. Sie haben momentan einen sehr stabilen Abwärtstrend. Und man merkt auch, dass sie sich an diese saisonalen Zyklen nicht so gut halten. Hier mal der Tageszyklus dargestellt. Montag geht es in der Regel bei Kryptos rauf. Auch das ist in den letzten Wochen nicht mehr so stark der Fall gewesen. Also man merkt einfach, der Markt hat sich hier ein bisschen emanzipiert. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Mittelzuflüsse nicht mehr so groß sind. Und deswegen habe ich eben hier eine Strategie aufgebaut, den sogenannten Bitcoin Beauty. Das kann ich natürlich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Die Grundidee, das ist eine Analyse aus Bloomberg und ich habe halt rausgefunden, welche Trendfolgeparameter im Kryptomarkt am besten funktionieren. Triangular Moving Average, Weighted Moving Average, MACD, Simple Moving Average, das sind eben die Treiber. Im Wesentlichen einfach dargestellt, Trendfolge funktioniert im Kryptomarkt. Wenn du also immer bullish bist, würde ich nur die Signale handeln in der Trendfolge, die positiv sind. Wenn du eher bärisch bist wie ich, dann würde ich eben nur die Signale handeln, die auf fallende Kurse andeuten. Und das habe ich gemacht
im Rahmen der Ausbildung zum Portfolio-Manager haben wir eben auch einen Neo-Broker, wo wir Copy-Trading machen können. Und da kannst du eben kostenlos per Handy-App auch meinen Signalen folgen. Momentan habe ich 4 Positionen offen. Das ist einmal Bitcoin Short. Die Position habe ich schon sehr lang. Bin bei 57.000 Dollar fortgegangen. Das kannst du auch direkt kopieren. Das sind alles echte und Kurse, die du auch selber 1:1 umsetzen kannst. Ich bin Bitcoin Cash Short. Bin da mit beiden Positionen deutlich zweistellig im Gewinnbereich. Ich bin die Treasuries Short schon seit langer Zeit über den ETF. Und seit 2-3 Tagen bin ich bei 1:13.32.3 den Euro-Dollar Short gegangen mit der Strategie Euro-Dollar Steuerstichtag. Zum Dezember war ich long, jetzt bin ich short und habe da momentan auch 30 Pips Gewinn auf der Uhr. Ist noch nicht so viel passiert. Will dir nur sagen, wenn du trading-affin bist, hast du da auch eine Möglichkeit in der Ausbildung, das zu nutzen. Wenn du investment-affin bist, und klar, es ist keine Trading-Ausbildung zum Portfolio-Manager, sondern Trading ist nur Ergänzung, sondern es ist eine Investoren- und Portfolio-Manager-Ausbildung, so wie du es wahrscheinlich nach den ersten 50 Minuten auch schon erlebt hast, wenn du investment-affin bist, dann habe ich jetzt noch 2 einfache, leichte Strategien für dich. Und dann freue ich mich, wenn wir gleich die Fragerunde auch zusammen machen können. Und bevor ich das mache, vielleicht noch eine Frage an dich. Hast du eigentlich eine klare Börsenstrategie? Weil das finde ich immer spannend, auch selber für mich zu wissen, bevor ich dir hier diese neue exklusive Strategie zeige, die ich auch noch ausführlicher natürlich zum Ausbildungsstart am 11.01. dann vorstellen werde. Die Frage an dich, handelst du eine klar definierte Strategie an der Börse? Ich habe schon viele Namen auch gesehen, die auch in der Live-Ausbildung dabei sind. Danke auch, dass ihr bei den öffentlichen Webinaren noch mit am Start seid. Im Marktausblick wird es dann natürlich auch nochmal weitere Fakten geben und auch natürlich das Investmentdepot. Sagst du, ja, ich handle eine klare definierte Strategie, was ich von den Ausbildungsteilnehmern sehr stark hoffe. Sagst du, nein, ich mache eher so das Bauchgefühl, wonach mir gerade ist. Oder sagst du teilweise, naja, ich habe schon irgendwie eine Idee, aber manchmal auch nicht. Und wenn es hochgeht, bin ich long, setze also auf steigende Kurse. Und wenn es runtergeht, dann bin ich eher short, setze auf die fallenden Kurse. Gib mir einfach mal ein Feedback, was du hier konkret sagst. Strategie, ja, nein. Oder vielleicht. Da bin ich gemein und sage teilweise vielleicht, naja, das ist so, Schatz, ich bin ein bisschen schwanger. Ich glaube, wenn man eine Strategie hat und wirklich vom Inneren, von seinem Unbewussten dran glaubt, dann sollte man sich auch daran halten. Die meisten sagen aber, und das ist durchaus auch normal, Strategie eher teilweise. Ich kann nur dazu raten, eine Strategie zu haben. Also ein ganz klares Set von Regeln, das schafft unglaublich viel Ruhe. Ich habe es auch 10 Jahre mit teilweise und nein probiert. Das hat mir viel Stress gebracht, es hat mir Magenschmerzen gebracht und es hat mir vor allen Dingen Verluste gebracht, weil ich unterstelle, dass du ruhig schlafen willst, dass du für dein Alter vorsorgen möchtest, dass du Freiheit durch Börse erreichen willst, ist die Strategie 1, die 28% verfolgen, Glückwunsch, eine ganze Menge, die mit einer Strategie am besten. Und das heißt ja nicht, dass wenn die Strategie sagt, du musst kaufen, du immer kaufen musst. Es sagt nur, dass du in diesem Fall, dass die Strategie was sagt, du bitte nicht das Gegenteil machst. Und wenn du dich daran hältst, also wenn du die Strategie nur als Rahmenparameter nutzt, als Leitplanke, wenn du nur das machst, dann hast du schon 100% allen anderen Investoren voraus, die eben gar keine Strategie haben oder teilweise. Deswegen hör dir die Strategien an, setz die im besten Fall auch um. Das Geheimnis meiner 2,5 Milliarden erfolgreich gemanagten Kapital, meiner 500 Millionen Euro Gewinn und meiner finanziellen Freiheit lautet, hab funktionierende Strategien, setz sie sauber um. Das war's. Es ist so einfach, es braucht nicht viel Zeit. Investmentstrategien kannst du mit einer Stunde im Monat umsetzen. Strategie und Umsetzung, das ist das Geheimnis. Alles andere ist nur Plauderei. Und 2 Strategien ganz konkret zeige ich dir. Bitcoin Beauty habe ich gerade im Training ganz kurz erklärt. Die beiden Investmentstrategien zeige ich dir und die kennst du vielleicht auch schon. Die sind wirklich einfach und intuitiv. Du siehst hier den S&P 500. Das sind die Kurse von vorgestern. Da stand er noch bei 4782. Und du siehst in Blau die sogenannte 200-Tage gleitende Durchschnittslinie. Das ist der Simple Moving Average. Du machst also nichts weiter, als die letzten 200 Tage zu nehmen. Und die Ausbildungsteilnehmer findet das auch bei euch entsprechend auf der Seite. Du nimmst also die letzten 200 Tage und teilst sie durch die Anzahl, also die letzten 200 Kurse und teilst sie durch die Anzahl 200. Hast also den Durchschnitt aus den letzten 200 Tagen. Du glättest also den Kursverlauf aus den letzten 200 Tagen. Und die Strategie sagt jetzt, wenn du über der blauen Linie bist, setzt du auf steigende Kurse. Wenn du darunter bist, setzt du auf fallende Kurse. Das sieht, wenn man sich das historisch anguckt, immer etwas besser aus, als wenn man das mathematisch berechnet. Aber die Grundidee ist natürlich klar. In so einer Phase bist du halt komplett investiert. Hier irgendwann fängst du an zu deinvestieren, musst dann halt später irgendwann wieder rein. Also entweder bist du long im Markt, setzt auf steigende Kurse, wenn wir eben in den aktuellen Kursen mit der schwarzen Linie über der 200-Tage gleitenden Durchschnittslinie sind, oder du setzt auf fallende Kurse oder bist einfach raus, so habe ich es gerechnet, wenn wir unter der blauen Linie sind. Das heißt, momentan würde die 200-Tage-Linie andeuten, wenn der Markt Richtung 4.400 und darunter fällt, wenn wir also hier
den 200-Tages-gleitenden Durchschnitt unterschreiten, dann ist Vorsicht an der Bahnsteinkante angesagt. Dann würde ich definitiv hier auch Aktienpositionen zumindest mal teilveräußern, vielleicht absichern, vielleicht ein bisschen mehr Asset Allocation betreiben, um da entsprechend auch bessere Allokationsentscheidungen zu treffen. Dass wir uns der 200-Tage-Linie annähern, das siehst du hier. Einfach mal den Abstand von der 200-Tage-Linie dargestellt in den letzten 17 Jahren im Verhältnis beim S&P. Und da sehen wir halt auch, dass wir meistens so eine Art Divergenz haben, also dass wir schon ein Annähern haben. Wir haben immer wieder Phasen, wo wir stark aus der 200-Tages-Linie-Zone rauslaufen, was eher positiv für den Markt ist, weil es mit Geschwindigkeit passiert. Und dann haben wir die zweite Art. Wir haben diese Phasen mit den gelben Pfeilen, wo wir halt eben nicht mehr so stark steigen. Und das deutet schon darauf hin, dass das Regime sich ändern kann. Wie gesagt, gerade im Sommer erwarte ich ja auch fallende Aktien. Im ersten Quartal können wir uns wahrscheinlich noch relativ gut halten, weil die Mittelzuflüsse diesem Angstgespenst der Notenbankpolitik etwas entgegenstehen. Dann habe ich das gebacktestet seit 1928. Im Rahmen der Ausbildung bekommst du auch das Excel. Da sind natürlich auch nochmal weitere Details erklärt. Und dann sehe ich eben die blaue Linie, wenn ich eben hier die Investmentstrategie umsetze, über der 200-Tage-Linie, natürlich korrekt berechnet auf Tagesschlusskursen. Wenn ich also hier über der 200-Tage-Linie investiere, hätte ich aus 125.000 gemacht. Und im S&P hätte ich aus 100 eben die 4.000 Apps gemacht, wo er gerade steht. Also ganz einfach, ganz simpel dargestellt, die Frage über dem 200-Tages-leitenden Durchschnitt investieren oder darunter. Die Antwort ist klar, ich würde darüber investieren und die Ableitung für den Marktausblick lautet eben, wenn der S&P unter 4.400 fällt, das ist diese neue Strategie, dann sei eher vorsichtig, überlege dir, ob du dein Investment wirklich weiter behalten möchtest. Das gilt auch für jede Aktie. Das gilt für jede einzelne Aktie. Ich habe das gerade auch für die 10 größten Aktien analysiert. Ich werde das eben auch zum Live-Start der Ausbildung am Dienstag mitbringen. Da könnt ihr euch das in Ruhe nochmal im Excel anschauen. Und du siehst es auch hier zum Beispiel im DAX, genau das gleiche Bild. Wenn wir eben über der 200-Tage-Linie sind, haben wir einen deutlich besseren Kursverlauf. Wenn wir darunter sind, hier im Kurs-DAX dargestellt, dann sieht es schlechter aus. Was auch wichtig ist, wir haben natürlich die größte Outperformance in Phasen, wenn der Markt lange fällt. Weil dann sind wir halt nicht investiert, gehen natürlich ein bisschen später rein. Aber den größten Vorteil haben wir in Phasen, wo der Markt lange deutlich fällt, wie eben 2001 und 2002 oder auch hier mit Lehman Brothers 2007 und 2008. Im Corona-Crash zum Beispiel hat die Strategie nicht so gut funktioniert, weil wir ein sehr starkes V hatten. Also wenn es sehr schnell runter und sehr schnell wieder hoch geht, dann ist die Strategie mit der 200-Tage-Linie nicht so gut. Ich glaube aber nicht, dass wir so ein V nochmal bekommen, weil die Geldpolitik eben nicht mehr so scharf schießen kann, wenn wir eben die Inflation auf dem aktuellen Niveau haben, da wo sie gerade ist. Und dann noch eine zweite Strategie und dann kommen wir zu den Fragen. Da gebe ich dir auch gleich den aktuellen Einblick, wo wir da momentan stehen. Das ist die 5 Tage bestimmung des Börsenjahr. Ist ja auch aktuell mit dem Januar-Effekt viel in der Presse. Da wird aber immer nur die eine Seite der Medaille beurteilt, nicht die beiden Seiten, die relevant sind. Grundidee dabei ist sehr leicht. Du guckst dir den Börsenstart an, wenn die ersten 5 Handelstage in der Summe im Durchschnitt im Positiven sind. Also wenn die Summe durch die Anzahl, also der Durchschnitt der ersten 5 Handelstage im Plus ist, wie zum Beispiel 2018, 19, 2020 und 21, dann bist du komplett investiert und aktuell sieht es so aus, als wenn die ersten 5 Handelstage im Minus landen, wie 2007 und 2008 oder auch 2014, 15 und 16, dann bist du nicht investiert. Die Strategie hat eine sehr gute Trefferquote, eine sehr gute Performance, ist also eine sehr einfache und gute Strategie, die du für dich und deine Anlageentscheidung nutzen kannst, die übrigens genauso auch bei Aktien und anderen Anlageklassen funktionieren und die dir halt sehr früh eine Indikation geben, ob das Geld dieses Jahr eher rein in die Märkte fließt oder eher rausfließt. Und im Rahmen der Ausbildung am Dienstag gebe ich dir da auch natürlich nochmal deutlich mehr Hintergründe, mehr Hinweise. Du kriegst ein ausführliches PDF und. Wie gesagt, in dem Rahmen hier kann ich es nur kurz vorstellen. Wie sah das jetzt im letzten Jahr aus? Der Schlusskurs aus dem Vorjahr war bei 3.756. Die ersten 3 Tage waren dann entsprechend unter dem Schlusskurs, den wir davor gesehen hatten. Der 4. und der 5. Tag war drüber. Wir sind also im positiven Bereich geschlossen. Wir hatten also ein Kaufsignal und wir wurden das Jahr dann auch mit 26% Jahresrendite belohnt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die wird häufig vernachlässigt. Im Jahr 2020 hatten wir ja auch das Thema, dass wir über der 5-Tage-Regel geschlossen haben. Aber diese 5-Tage-Regel bildet dann eben auch eine schöne Widerstand oder eine schöne Unterstützungszone, je nachdem. Hier war es Unterstützung, hier wurde es dann plötzlich Widerstand und dann hat es hier gedreht. Also diese blaue Linie ist extrem wichtig. Diese Year-to-Date-Performance, das liegt an den Kapitalflüssen und natürlich auch an der Motivation der Fondsmanager, Gelder einzusammeln und der Vertriebsmannschaften dahinter. Mehr Geld im Markt bedeutet immer steigende Kurse, weil das Geld dann aus der Liquidität in Aktien getauscht wird. Und deswegen sind das 2 Komponenten aus dem Januar-Effekt. Das eine, wie sind die ersten 5 Börsentage, positiv oder negativ? Positiv ist natürlich ein Plus, negativ natürlich ein Minus.
und dann sind wir über oder unter der Linie. Kann also bedeuten, und das schauen wir uns jetzt aktuell mal an, ich möchte auch ein bisschen aktuellen Inhalt bieten, das schauen wir uns jetzt mal ganz aktuell im S&P an, in TradingView, auch ein Programm, was wir im Rahmen der Ausbildung kostenlos dann nutzen. Wir haben eben hier den Schlusskurs aus dem letzten Jahr gesehen, das ist jetzt hier der S&P, bei der Nasdaq sieht es nochmal deutlich schlechter aus. Wir haben den ersten Handelstag im Positiven, auch der zweite war im Summe noch im Plus, der dritte ist dann ins Minus gefallen, der vierte, da stehen wir aktuell bei 4.702, ist also unter 4.766. Wenn wir jetzt morgen den Freitag irgendwo schließen, hier in diesem Bereich, würde diese 5 Tage bestimmt das Börsenjahr ein negatives Signal geben. Das heißt nicht, dass es von da an nur noch fallende Aktienkurse gibt. Das heißt nur, solange wir unter dieser Marke handeln, und da bräuchte ich mindestens 3 Schlusskurse drüber, solange wir darunter handeln, ist erstmal Vorsicht angebracht. Wenn wir dann noch unter 4.400 fallen im 200-Tages-gleitenden Durchschnitt, dann ist doppelte Vorsicht angebracht und dann würde ich da auch sehr, sehr genau überlegen, ob ich das ganze Jahr weiterhin Buy-and-Hold-Investor sein möchte oder ob ich auch meine Aktieninvestments deutlich einschränke. Und damit habe ich den Inhalt präsentiert. Ich habe dir den Marktausblick gegeben. Ich fasse es gleich nochmal komplett für dich zusammen. Möchte aber auch natürlich deine Fragen beantworten. Vorher noch der Hinweis, wenn du noch nicht in der Live-Ausbildung bist und wenn du Lust darauf hast, lebenslang in die größte deutschsprachige Community zu kommen, lebenslang solche Inhalte wie heute monatlich in den Marktausblicken zu bekommen, deine Fragen zu stellen, tief zu diskutieren mit einer exklusiven Community, dann überleg dir, ob du in die Intensivausbildung Portfolio Management kommen möchtest. Da geht es passenderweise los am nächsten Dienstag, also in wenigen Tagen. Ein Wochenende ist noch dazwischen. Am 11.01. fängt die Live-Ausbildung wieder an. Wir starten da jeweils im Januar und im Juli. Wenn du einmal im Programm bist, kannst du lebenslang dabei bleiben, immer kostenlos wiederholen. 3 Monate Intensivausbildung, 12 Monate persönliche Betreuung, aber wie die Bewertung eben auch gezeigt hat, natürlich darüber hinaus mein Commitment, dich an der Börse voranzubringen, dir einen konkreten Nutzen zu bringen, damit du Strategien lernst, mit denen du ruhig schlafen kannst und dein Vermögen in jeder Marktphase auch vermehrst. Lebenslanger Zugang, das ist mein Produktversprechen. Wenn du einmal bei uns auf dem Server bist, bleibst du da. Alle Inhalte kannst du konsumieren. Du kannst die Ausbildung kostenlos wiederholen. Wenn es vielleicht mal zeitlich nicht möglich ist, alle Webinare im Februar und März zu besuchen, dann bist du einfach im Juli, August, September dabei oder Januar 2023. Mir ist es wichtig, dass du in deinem Tempo lernen kannst, dass du eben von der Community und von mir dauerhaft profitierst. Du kriegst insgesamt 24 Strategien vorgestellt, 12 im Investment, 12 im Trading, weil ich auch die Kombination von kurzfristiger und langfristiger Anlage aufgrund der Diversifikation sehr intelligent finde. Du kannst natürlich ein Investmentportfolio immer mit guten Trading-Entscheidungen ergänzen, wenn du zum Beispiel Währungen handelst oder Kryptos, hatte ich ja die Signale auch aus dem Live-Trading heute gezeigt. All das sichert natürlich ein Portfolio ab und schafft natürlich auch nochmal Möglichkeiten. Also 24 Strategien im Investment und Trading, die du hier lernst. Und in der Ausbildung sind es mittlerweile über 34. Wir haben eigene Backtesting-Teams. Wir haben sehr viele Strategieentwickler, die auch ihr Wissen teilen. Sind am Ende mehr, aber 24 reichen schon sehr gut, um eine bessere Performance als dein Bankberater, dein Fondsmanager, dein ETF und dein Sparbuch sowieso zu machen. Darum geht es ja, dass du bessere Investmententscheidungen triffst, einen klaren Plan hast, die Gesetzmäßigkeiten der Börse verstehst und dem großen Geld folgst. Woher weiß ich das? Klar, ich habe 11 Jahre als Fondsmanager gearbeitet. Du arbeitest mit mir zusammen und deswegen erhältst du auch das entscheidende, relevante Wissen, was eben nur jemand bieten kann, der wirklich lange in der Industrie gearbeitet hat, der ein eigenes Bloomberg hat, der ein gutes Netzwerk hat und der eben auch die Märkte anders sieht als jemand, der Bücher gelesen hat oder vielleicht bei irgendeinem Trading-Guru gelernt. Ich kann dir sagen, ich habe institutionell Geld verwaltet und das kann kein anderer Trainer im deutschsprachigen Raum. Du kriegst einen Live-Blick ins Investment-Depot, du kriegst die regelmäßigen Marktausblicke. Einmal im Monat gibt es eben einen Marktausblick, so wie ich ihn heute auch kostenlos anbiete, dann allerdings noch etwas konkreter mit entsprechenden WKNs. Und weil die Gruppe dann auch kleiner ist, werden auch alle Fragen natürlich für dich beantwortet. Wir haben für die Anfänger knapp 30-40% sind komplett neu, haben wir eben einen integrierten Börsenführerschein im Mai und November. Wir haben ein Grundlagenseminar mit 9 Webinaren. Wir werden in dieser Live-Ausbildung auch, das steht zu 99%, mit der Eurex zusammen eben eine Schulungsreihe machen on top. Wir haben eine Anfängergruppe, die sich sehr stark austauscht. Wir haben verschiedene Co-Trainer, die bei Fragen unterstützen. Wir haben eine 21-Tages-Börsen-Challenge. Also wenn du noch nie eine Aktie gehandelt hast und das heute dann vielleicht etwas viel auf einmal war, du wirst das lernen. Am Ende ist wie das Autofahren auch. Du musst es halt einmal theoretisch begreifen, dann musst du praktisch anfangen. Dann baust du Erfahrung auf. Und wenn du dann in 1-2 Monaten guckst, sagst du, Mensch, das war ja einfach. Warum habe ich mich nicht schon vorher getraut? Deswegen hast du auch unbegrenzten Zugang zu der größten Trading- und Investment-Community im deutschsprachigen Raum. Immer Chancen, deine Fragen zu stellen. Individuelle Betreuung ist, wie gesagt, mein Ansatz. Du hast mindestens 40 Live-Webinare jedes Jahr, 2-mal die Live-Staffel mit jeweils 12 Webinaren sind 24, dann 12 Marktausblicke und 4 Community-Treffen.
und dazu halt einiges an Sonderwebinaren, wenn eben gerade Themen spannend sind. Wie zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir sehr stark das Thema Trading GmbH, Steuern generell. Dieses Jahr wird wahrscheinlich dann ein bisschen mehr zum Thema Future, Mini und Micro Future kommen, marktneutrale Strategien oder wenn es gerade sehr volatil ist, dann schieben wir auch gerne mal Sondertermine mit ein. Regelmäßige Einladungen zu unseren Community-Treffen, das heißt, wir veranstalten Tagesseminare on top als Treffen mit externen Experten, die dann eben auch ihr bestes Wissen kostenlos für die Community zum Besten geben. Früher war das immer in Frankfurt oder in Düsseldorf an der Börse. Mittlerweile ist es wegen Corona leider online. Ich denke aber auch, Ende nächsten Jahres können wir da sicherlich wieder in die entsprechenden Hotels und Räumlichkeiten ziehen und uns eben auch zusammentun, so wie das auch die Stammtische tun, in München, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Basel, in Zürich, in Wien. Überall gibt es andere starke Stammtische, die sich unregelmäßig auch treffen, wo eben die Community auch sich austauscht. Und das ist mein persönliches Qualitätsversprechen. Du bekommst von mir, wenn du deine Ausbildung buchst, innerhalb der nächsten 30 Tage nach deiner Buchung eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt also, du kannst dir die Live-Webinare schon mal angucken, du kannst dir die Aufzeichnung angucken, du kannst das Live-Trading mitmachen, du kannst mit der Community interagieren. Du hast also, wenn du heute oder bis Sonntag einsteigst mit dem Angebot, entsprechend 6 Live-Webinare, die du dir angucken kannst. Und wenn du in dieser Zeit sagst, oh, ich schaffe das nicht, das ist zu viel, zu wenig, zu leicht, zu schwer, zu schnell, zu langsam, was auch immer, kurze E-Mail, ich überweise dir dein Geld zurück. Ganz unkompliziert, du kannst natürlich auch in Raten zahlen, das ist mir auch wichtig. Ich möchte dir den Zugang so leicht wie möglich machen. Ich möchte aber auch bewusst eine Hürde setzen, um eben exklusiv mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und bevor ich zum Preis komme, der natürlich auch für dich relevant ist, noch der Bonus, wenn du eben bis Sonntag einsteigst, bekommst du von mir ein persönliches Coaching zwischen 30 und 60 Minuten, je nachdem, wie konkret dein Anliegen ist, wie ich mich vorbereiten muss, per Telefon oder dann auch gerne im Sommer hier in Frankfurt in die Büroräumlichkeiten. Am Ende der Ausbildung, das ist wichtig, weil mir ist es wichtig, dass du vorher die Inhalte verstehst, die Strategien lernst. Und dann schreibst du mich einfach an und wir machen ein individuelles Coaching aus im Wert von 500 €, weil ich dich entsprechend auch unterstützen möchte. Und wie kannst du jetzt buchen? Du kommst in die größte Trader- und Investment-Community im deutschsprachigen Raum. Das ist ein Link, der nicht öffentlich zugänglich ist, den ich dir aber im Nachgang gerne auch nochmal schicke und jetzt auch mit dir im Chat teile. Das ist ein sehr kryptischer Link, deswegen kannst du den hier entsprechend aus dem Chat rausnehmen. Das ist unter www.anb-starke.de, dann /kaufen.php, Fragezeichen und dann Voucher für den Gutschein, damit ich weiß, dass du dich für das Coaching qualifizierst. Coaching-André. Du findest diesen Link genau jetzt im Chat. Genau jetzt ist dieser Link im Chat. Ich werde den an alle angemeldeten Teilnehmer im Nachgang natürlich auch nochmal zusenden. Ich mache dir den hier auch nochmal auf, dass du schon gesehen hast. Das ist momentan der Originalpreis, 24,80 inklusive Mehrwertsteuer. Wie gesagt, gerne nach deiner Bestellung eine kurze E-Mail an mich. Möchte gerne einen Ratenzahlen, dann vermerke ich das im System und dann machen wir zum Beispiel 5 Ratenzahlungen a 496 €. Kannst du dann entsprechend per Dauerauftrag überweisen und hast natürlich sofort auch den kompletten Zugang und qualifizierst dich auch fürs Coaching. Du kannst gerne auch über eine Firma bestellen, wenn du eine Firma hast. Da ist natürlich die Anrechenbarkeit auch entsprechend hoch und klar, weil natürlich das auch entsprechende Geschäftsausgaben sind. Gib gerne dein Geburtsdatum an, gerne auch deine Handynummer für eventuell Rückfragen. Und damit ich dir eine Kleinigkeit zum Geburtstag zukommen lassen kann. Wie gesagt, für Firmen kannst du es anrechnen. Und als Privatperson ist so eine Ausbildung in etwa so wie eine Sprachreise in London. Das kann das Finanzamt anrechnen, das muss es aber nicht. Wenn du Englisch in deiner Firma brauchst oder zukünftig mal brauchen könntest, dann muss dieser Sprachkurs entsprechend angerechnet werden. Zumindest steht es im Gesetz. Wenn es eben ein rein privates Vergnügen ist, dann ist es schwierig. Also wenn du in Bezug dieser Ausbildung siehst, als Freiberufler sowieso, aber auch als Angestellter, weil dein Unternehmen was mit Zahlen, Wirtschaft und Börse zu tun hat oder mit Geldanlage, Zinsen, Ökonomie im Allgemeinen, dann kannst du das dem Finanzamt begründen. Meiner Erfahrung nach, 9 von 10 Anträgen gehen auch als private Investition ins Finanzamt und werden da entsprechend durchgewunken. Aber frag lieber deinen Steuerberater, diese Beratung kann ich hier nicht erbringen. Und dann kannst du auf kostenpflichtig bestellen klicken und dann bist du eben auf Lebenszeit Teil dieser Community. Einmal klicken reicht, dann siehst du hier Bestellung erfolgreich, findest auch direkt deine Rechnung, siehst eben hier auch alle relevanten Daten, findest auch die Kontoverbindung, an die du es überweisen darfst und bist eben dann Teil der Community. Nachdem du das gemacht hast, bis Sonntag gilt dieses Coaching-Angebot, schicke ich dir auch direkt alle Zugänge. Das heißt, du kannst am Dienstag auch live starten, bist dann eben live dabei. Ich zeige dir gerne dann auch nochmal kurz, wie wir strukturiert und aufgebaut sind, dass du eine Idee hast, wie dieser interne Server bei uns ausschaut. Das ist jetzt zum Beispiel hier die Rubrik Ankündigung, wenn es eben besonders spannende Dinge gibt. Dann haben wir hier entsprechende Schaubilder, die ich aktuell aus dem Bloomberg teile. Also allein dieses Bloomberg hat einen großen Mehrwert. Hier gibt es eben die 21-Tages-Challenge.
Wir werden verschiedene Analysen geteilt, auch auf einer sehr regelmäßigen Basis. Also nochmal spannende Inhalte. Wir reden viel über das Thema Steuern, wir reden über Psychologie, wir haben verschiedene Experten bei uns vereint, auch zum Bereich Optionen. Die Anfänger haben hier ihr Zuhause, die Börsenbeginner. Und da seht ihr auch, wie gut sich die Community um jeden kümmert. Also das sind zum Beispiel die Beiträge vom 5. und vom 6. Januar. Also hier klarer Tipp und so weiter und so fort. Oder du kannst dann auch jederzeit diese persönliche Betreuung in Anspruch nehmen. Also hier siehst du zum Beispiel mal die Beträge, die Beiträge, die heute geschrieben wurden. Jetzt zum Beispiel verschiedene Fragen gestern und heute, auch teilweise etwas technischer, habe ich dann hier mit Videos beantwortet oder auch mit PDFs zum Beispiel zum Thema Trading GmbH oder eben auch mit Statistiken, mit Formeln. Ich bin da sehr engagiert. Ich möchte da eben einen großen Mehrwert liefern und du bekommst zusätzlich auch Zugang zu deinem internen Bereich. Wie gesagt, es sind ja auch viele schon angemeldet dabei. Da kennt ihr das schon. Da siehst du dann eben auch die einzelnen Videos aus den verschiedenen Staffeln. Du siehst, alles hat hier eine entsprechende Agenda auch. Du siehst diese ganzen Grundlagen. Wir teilen spannendes Research miteinander. Du kriegst Literatur. Wir haben ein komplettes Skript natürlich. Eine komplette PDF-Unterlage für die Theorie. Du siehst die einzelnen Marktausblicke. Also kurzum, es wird eine Menge geboten. Deswegen sind die Bewertungen auch so positiv. Deswegen freue ich mich eben auch, dass die Ausbildung so gut besprochen ist. Deswegen mache ich auch so gerne Werbung, denn ich kann natürlich in der Community besser mit dir arbeiten. Ich kann dich besser betreuen. Das ist natürlich auch eine Hürde, das verstehe ich auch. Das soll es auch sein, weil du musst natürlich für dich die Entscheidung treffen, ob dir deine Geldanlage wirklich so wichtig ist, dass du deine Zeit und auch ein Stück weit dein Geld einmalig investierst. Du hast keine weiteren Ausgaben, das ist auch wichtig. Wenn du einmal in der Community bist, bist du das auf Lebenszeit, kannst dann eben auch hier von diesem Wissen profitieren. Dann gucke ich gleich in die Fragen. Ich wollte sie nochmal zusammenfassen. Also ich glaube, 2022 wird ein volatileres Jahr. Inflation steht im Fokus. Die Fed wird viermal erhöhen. Deswegen werden wir im Sommer fallende Aktienmärkte haben. Schau dir unbedingt die Parameter an, wie eben 200-Tage-Linie oder auch 5 Tage bestimmtes Börsenjahr und die Year-to-Date-Performance. Emerging Markets Anleihen bieten in der ersten Halbjahreshälfte Chancen. In der zweiten wahrscheinlich sogar schon die Aktien. Schau die Währungen an mit Rohstoffnähe. Mais, Weizen, das sind interessante Märkte. Treasury Short, BTP Futures Short. Das sind spannende, interessante Märkte. Kümmere dich vor allen Dingen um dein Geld. Es wird niemand anders tun. Und damit hast du dann hoffentlich auch viel Erfolg im nächsten Börsenjahr und bist dann eben gut aufgestellt und hast für dich auch den maximalen Anlageerfolg. Damit schaue ich mal ins Fragefenster. Danke auch an die rege Teilnahme. Und ich sehe, ihr habt wirklich viel geschrieben und viel gefragt. Dankeschön. Ich verspreche, im Rahmen der Live-Ausbildung kann ich auch alles beantworten. Aufgrund der fast 1000 Teilnehmer. Das ist wirklich Wahnsinn. Ein großes Interesse ist auch ein großes Dankeschön dafür. Es ist heute vielleicht nicht komplett möglich, aber ich tue wie in der Ausbildung auch mein allerbestes, um dann die Fragen jetzt auch in den nächsten Minuten noch zu beantworten. Dann schaue ich mal ins Fenster rein. Wie läuft das mit der Ratenzahlung? Also einfach nach der Bestellung, kurz E-Mail an info@, ich teile auch nochmal die E-Mail-Adresse mit dir im Chat, gerne an der rechten Seite gucken, einfach kurz E-Mail an info@andre-stagge.de, Ratenzahlung, dann trage ich das ein und einfach selbstständig überweisen. Ich bin da sehr entspannt, bin da auch immer mit sehr großem Vertrauen unterwegs und das hat sich im Rahmen der Ausbildung da auch immer ausgezahlt.